Zur Lage der Nation. Ja, genau. Das ist mal schön. Es ist alles so unendlich einfach, weil man es sich nicht selber schwer macht. Es ist diese Erkenntnis, was man selbst ist. Und ich merke diese vielen, vielen Missverständnisse. Es ist also definitiv so, dass es sich einzig darum dreht, zu erkennen, was man selbst ist. Und ich will jetzt da mal einige Sachen klarlegen. Diese ständige Hirnwichserei, wie ich das nenne, wo du dich von deinem eigenen Intellekt narren lässt, wo man meint, man gibt Weisheiten von sich, die man wirklich bloß nachplappert. Und ich habe schon angesprochen hier, dieses KenFM-Video, eigentlich all seine Videos, wo er jetzt am Schluss das letzte, wo er veröffentlicht hat, wo er sagt, er gibt jetzt auf, weil er die Sinnlosigkeit erkannt hat. Ob jetzt der Gedanke, Ken Ebsen, den wir uns jetzt denken, aufgrund dieser Worte, die du hörst, wir, ist praktisch der Geist, der sich alles ausdenkt. Dieses kleine Prinzip verstanden haben. Ich sag dir, du hast es mit ständig wechselnden Informationen zu tun und was sich dabei nicht verändert, ist der, der diese Informationen wahrnimmt. Und jetzt muss ich nur wissen, dass den ich mir jetzt denke, dieses Ich, weil er nur mit meinen eigenen Informationen konfrontiert. Schau dir die Worte an. Kon heißt zusammen und in Front heißt vor mir. Es ist mein eigenes Ausgedachtes. Das ist das einmal verstehen, was Worte bedeuten, die in mir auftauchen. Auch die Worte, die ich selber denke. Weil sobald ich rot gelesen, der Geist, der mich jetzt sprechen hört, der sich jetzt einen Udo ausdenkt und der sich selbst als Trockennasenaffe ausdenkt, wenn du an deinen Körper denkst, das ist das, was ist. Dieser Geist, rot gelesen, ich muss jetzt ein Wort benutzen für etwas, was nicht gedacht werden kann. Und das ist jetzt die Schwierigkeit, wir gehen jetzt da mal drauf ein, dass irgendwas in einem drin ist, das ständig immer einen zulabert und ich sage, beobachte dich mal, was da ist, was ständig in dir spricht. Und dann wirst du feststellen, ja, das bin ja ich, sagt der normale Mensch. Das, was spricht, ist einfach nur eine Gedankenstimme. Und du bist der, der das erlebt. Und du wirst jetzt erst einmal erkennen müssen, dass du selbst keinen Einfluss darauf hast, auf das, was du denkst. Du hast keinen Einfluss darauf, was du jetzt für Vorstellungen aus diesen Worten machst. Und ich bringe jetzt immer wieder das Beispiel, würde jetzt ich normal gedacht Russisch sprechen und du kannst kein Russisch oder Chinesisch sprechen, dann wären es für dich nur Geräusche und es würde in dir nichts passieren. Es würde keine Interpretation ablaufen. Ein Computerprogramm wird sich dann eventuell denken, ich kann die Datei nicht lesen. Genau. Und ich komme auf den KenFM und der steht jetzt, dieses KenFM, Ken Ebsen, stellt stellvertretend für alle Weltverbesserer. Normale Menschen, die meinen, die müssten die Welt verbessern, indem sie irgendwelche Menschen, die sie sich ausdenken, die in dem Moment, wo du dir Menschen denkst, eigentlich nur Gedanken von dir sind. Ich sage ganz einfach, du kannst einen Gedanken, den du denkst, in keinster Weise was erklären. Es ist eine vergängliche Erscheinung, das ist eine Existenz. Was Existierendes ist kein Geist, es ist die Form von Geist. Das ist ein Ansatz und ich betone es nochmal, das hebt jegliche Form von menschlicher Philosophie, die du dir jetzt eventuell aus dem Internet oder aus Büchern nachlesen kannst, jegliche Form von Esoterik oder Religion und Naturwissenschaft vollkommen aus den Angeln, ohne in irgendeiner Art zu behaupten, dass diese Wissenselemente in irgendeiner Form nicht wichtig wären oder falsch wären. Sie sind falsch insoweit, dass das Wort falsch kommt im lateinischen Wort falla und das heißt, sie sind eine Falle. Weil sie sich ständig, dich, Geist, ständig zwingen, unbewusst chronologisch zu denken und dir suggerieren, dass du mit den Dingen, die du denkst, nichts zu tun hast. Und wir schauen uns jetzt einmal ein paar Kleinigkeiten an. Ich komme kurz auf den KenFM. Ich sage immer, der große Unterschied von Holofeeling zu allen anderen Sachen ist, ein Ken Ebsen und alle anderen, die du dir ausdenkst, die Videos machen, die versuchen, das ihren Mitmenschen zu erklären. Das heißt, von uns aus gesehen sind jetzt Gedanken, die wir uns denken, Menschen, die wir uns denken, die nur Gedanken sind, versuchen anderen Menschen, sprich anderen Gedanken, was zu erklären. Ich habe so oft gesagt, setze für das Wort Mensch einfach das Wort Gedanken. Und jetzt können wir wieder zwei Hälften uns ausdenken. Wir können uns jetzt Menschen ausdenken, normale, normierte Menschen, Trockennasenaffen, die werden das nie verstehen. Und du kannst jetzt Menschen ausdenken, die im Hintergrund, wie ich das nenne, einen Geistesfunk haben. Einen Geist haben, von dem sie eigentlich noch nichts wissen, das ist der Geist,
von denen ich dir sage, ich erkläre dir zuerst, was du selbst bist. Wenn du Geist bist, wirst du das irgendwann einmal wirklich verstehen müssen und irgendwann einmal wird jetzt sein. Es ist ein sinnloses Unterfangen. Wenn ich sage, das um dich herum sind Spiegelungen von Spiegelungen, Facetten des Wissens, des Intellekts, den du zum Denken benutzt, dein Schwamminhalt, den du dir nicht raussuchen konntest. Das ist meine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Und ich übertrage jetzt einmal schnell den Bildschirm und dann schauen wir uns einmal die letzten Einträge an. Da gehe ich jetzt einmal dahin in unsere Selbstgespräche. Und darum muss man das immer wieder wiederholen. Das sind nochmal so Kleinigkeiten. Ich will jetzt da den letzten entscheidenden Eintrag. Wie weit ist der oben? Für einen Moment. Ups, schon wieder so viel. Da sind wir. Es ist auch kein Angriff, es ist keine Verteidigung. Das war jetzt hier, wir denken uns jetzt einen Geistesfunk aus, der mit einem Zen-Programm arbeitet, was natürlich ganz interessant ist, wenn wir uns das jetzt anschauen. Da ja dieses, das haben wir ja zwei Seiten. Wir machen das einmal vor kalt, den Zen, da haben wir zum einen eine Droge, ein Gift, ein Medikament, ein Wohlgeruch. Immer positiv, negativ. SM ist das mal ein Bewusstsein. Dieses absolute Bewusstsein ist Elayom UB. Das ist es mehr als Ding an sich, aus dem alles entspringt. Und dann haben wir irgendwas raumzeitlich, eine raumzeitlich wahrgenommene Gestaltwerdung. Das heißt, wenn du einen Eintrag siehst, wenn ich jetzt kein FM sage, du siehst Pixelmännchen, denkst du ja zwangsläufig an Menschen, Reizauslöser Pixelmännchen, Reizauslöser Name. Und du meinst, du hast mit dem, was du jetzt denkst, nichts zu tun. Und das, was du jetzt denkst, ist die Ursache für das, was du jetzt anschaust. Jetzt ist natürlich auch hier immer wieder unser Gift. Im Englischen heißt es Geschenk. Das ist sehr interessant, dass wenn wir das jetzt hier wieder aufteilen, GI heißt der Geist Gottes und eine Facette, die in Erscheinung tritt. Die Facette, die in Erscheinung tritt, das wäre jetzt FT, wäre PD, wenn ich so mache, wir können auch eine Spiegelung setzen, kriegst du plötzlich einen Bissen. Und immer B ist ja auch W im Hebräischen. Du kriegst ein gewisses Wissen. Jedes Wissenselement, das in dir auftaucht, ist ein kleiner Bissen, ich sage ein kleiner Happen von dem Ganzen, was du hier, die Datei wäre jetzt praktisch das komplette Essen, auf das Essen kommen wir gleich, und das Wissen, das aus dieser Datei auftaucht, diese Einzelelemente, die von Moment zu Moment ändert sich deine Information, sind kleine Bissen, und zwar sind es die Bissen von dem B-Rot im Adam. B-Rot ist der Adam. Wir können auch BR lesen, dann heißt es das äußere und Otzin Zeichen, äußere Zeichen. Jetzt haben wir noch dem Wort Brocken, interessant, habe ich oft darauf hingewiesen, wenn ich jetzt Englisch reinspringe, wir arbeiten ja, Holofeeling arbeitet mit Einsprachen gleich, wenn etwas klingt, hat es miteinander zu tun, dann heißt es B-Rock, das kann ich jetzt Englisch im Fels lesen oder Deutsch lesen, in einem Rock, in einem Kleid, Kaleid stecken. Der Rock wiederum, der Fels, hebraisiert, wissen wir, ist Zur, die Geburt einer aufgespannten Berechnung. Das ist dieses einfache spielbar rot-blau lesen und dann kriegst du den Fels, was ja englisch der Rock ist. Und das ist jetzt mehr oder weniger heißt eine Form annehmen zu Form werden. Erkläre ich immer, du merkst, ich springe nur zwischen Perspektiven hin und her. Je nachdem, welche Sprache du benutzt, hast du eine andere Perspektive. Ich sage mal ganz grob symbolisch von derselben Tasse. Wo ich sage, ja, da haben wir so viele Perspektiven. Und das kann man unendlich fortführen. Du wirst aus diesem Kontext nie herauskommen. Okay? Wo war ich denn jetzt? Jetzt muss ich wieder zurückspringen. Da wollen wir hin. Du bist noch dran, Rita? Ich bin da. Alles klar, weil ich, wie gesagt, wenn ich mal einen Bildschirm habe, merke ich das nicht. Und jetzt schauen wir mal hier dieses UG Krishnamurti-Schriften. Das sind ja Überarbeitungen. Ich behaupte, dass die große Masse meiner Geistesfunken von UG gar nichts wissen würde, wenn sie eine Holofeeling gelesen hätten und dann wären diese Schriften aufgetaucht. Den Jiddu Krishnamurti kennen wesentlich mehr. Aber ich mache mal jetzt den kleinen Ausdruck von dem Sem, den wir uns jetzt denken und ich sage dann ein Sem-Programm und da merkst du, dieses Programm ist ein einziges Missverstehen. HF macht Glaubensangebote, es werden Reifestufen postuliert, wo man geistig hinwachsen kann. Ich lasse das mal so stehen.
Das ist schon mal der Blödsinn. Ich erkläre mit Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen einen Komplex und meine 3x3x3 Wachstumsstufen haben nichts mit einer chronologischen Abfolge zu tun, sondern mit Reifestufen, die alle gleichzeitig da sind. So wie in einem Bücherregal alle Bücher da sind und in einem Buch alle Seiten gleichzeitig da sind. Die Vorstellung eines chronologischen Ablaufs ist erst, wenn ich das durchdenke, aber in dem Moment, wo ich ein Buch denke, und das ist wieder, jetzt sind hier in dem Eintrag alle Worte gleichzeitig da. Ich rede nicht von irgendwas, wo du hineinwächst, sondern du bist das Zentrum, aus dem diese ganzen Sachen entspringen, wenn du sie dir ausdenkst. Und dann hast du Reifestufen, sind natürlich da und das kannst du überprüfen. Das ist. Wenn ich jetzt als Geist dieses Programm habe und mich hinsetze und es schreibe, was ich schreiben muss, ich bin ein träumender Geist, nochmal, alles, was von dir ausgedachte Figuren machen, das sind Gedanken, die du denkst, die sind so, wie sie von dir gedacht werden. Geh diesen Gedankengang mit. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und das Gefühl der Chronologie kommt jetzt schon, wenn du das zu lesen anfängst, was du jedes dieser Worte zuerst einmal anfokussieren und jetzt aussprechen. HF macht Glaubensangebote. Und selbst dieses Wort, was die Worte jetzt in diesem Komplex darstellen, sind innerhalb dieses Wortes wieder Glaubensangebote. Ich ziehe das schon wieder in die Länge, obwohl jedes dieser Geräusche immer jetzt ist. Man muss ein Gefühl kriegen für das absolute Jetzt. Es gibt kein Vorher und kein Nachher. Es ist wie, dass ich mich hineinfokussiere. Okay, hineinwachsen, die man also nicht erreicht, die man noch nicht erreicht hat. Das bezieht sich alles auf ausgedachte Dinge. Das Säugling, ich fange mal ganz vorne an, das befruchtete Ei in der Matrix ist noch kein Embryo. Der Embryo ist noch kein Fetus. Der Fetus, der dann so ein kleiner Minimenschen wird, der die Matrix 1 verlässt und abgenabelt reingeschmissen wird als Säugling, den man dann in Windeln legt. Das ist noch kein Schulkind und das Schulkind ist noch kein pubertierender Erwachsener. Wenn ich das so rede, alle Worte spreche ich jetzt, aber das hat mit einer chronologischen Abfolge nichts zu tun, sondern diese Reifestufen sind wie ein Ordner, wie eine Filmdatei, wo auf dieser Ebene alles gleichzeitig ist und erst wenn ich mir Sachen davon einzeln ausdenke, auf die nächsthöhere Ebene, auf den Bildschirm hole, was auch immer jetzt passiert, kann ich mir ganz klar festmachen, wo ich zurzeit stecke. Und ich sage jetzt, die meisten Sachen, das steckt noch vollkommen in der Matrix 1. Ja. Also gut, die man noch nicht erreicht hat, das ist unbewusstes chronologisches Denken. Es kann nur den auffallen, der mit Holofeeling anfängt, die Sachen zu durchdenken und es ganzheitlich zu sehen. Figuren von dir, ein ausgedachter Sam, wird es niemals begreifen. Und es ist auch der, der du jetzt zu sein glaubst, wenn du an dich selbst denkst. Aber da kommen wir gleich drauf ein. Naturgesetze ließen sich dort ändern. Die Naturgesetze selber, was sind Naturgesetze? Natur, ich kann immer wieder nur sagen, die existierende Schöpfung ist eine Reihe, TUR. Gespiegelt aufgespannte Berechnungen. Das habe ich tausendfach erklärt, da gehe ich jetzt nicht dran rein. Und dieses GE-Quadrat setzt etwas in sich hinein, für einen kleinen Moment, wenn das auftaucht. Ließen sich dort ändern. Das heißt schlichtweg und einfach, wenn ich jetzt ein Computerprogramm schreibe und mit dem Computerprogramm baue ich eine virtuelle Welt auf. Dann werden in der Welt gewisse Naturgesetze ablaufen, die von dem Programm bestimmt werden. Und wenn ich diese ausgedachte Weltvorstellung, diese Erscheinungen, wie die aufeinander agieren, übrigens auch die Trockennasenaffen, die KIs. Wenn ich das verändern will, muss ich das Programm verändern. Solange ich aber unbewusst jetzt mich mit dem Avatar, mit dem Spielercharakter, mit der Figur verwechsel, die ich mit meinem Joystick steuere, von der Figur, wo ich sage, das bin ich, der Joystick ist die KI. Das ist deine eigene Logik, wo du dich hinsteuerst. In dir taucht ein Gefühl auf, das nennst du, ich muss kacken, und dann wirst du feststellen, dass ich auf deiner VR-Brille die sinnlich wahrgenommene Realität von einer Facette aus einem Wohnzimmer ständig verwandelt, bis du auf einem Klo bist, bis du in einem Badezimmer auf einer Toilette sitzt. Weil dieses Gefühl dich dahin treibt, aber das macht das Programm im Hintergrund. Du musst ganz wertfrei beobachten, wie reagiere ich auf Sachen und wie ändere ich dadurch meine Information. Und wenn du diese Vorgänge anders haben willst, dann kannst du das nur, wenn du das Programm als Ding an sich veränderst. Das kann aber niemals diese Figur in dem Videospiel, sprich der
der in dir als Information entsteht, wenn du an dich selbst denkst. Du bist nicht dieser Gedanke dieses Menschen. Du bist der, der diese Information in sich aufbaut und sagt, das bin ich. Okay? Ja, Gib laut, wieder. gib Sonst lauter, muss ich schalten. Ich alles. sehe das kleine Bild nicht als Udo. Ich habe immer im Hintergrund, das ist jetzt Udo-Programm, weil ich weiß, zurzeit geht es gut, dass wir immer wieder mal einen Abriss haben. Und es ist schon passiert, dass ich eine halbe Stunde super Sachen erklärt habe und das Internet hat abgeschaltet. Das sind auch Lernprozesse. Ich rede jetzt einmal ganz normal als Brösel. Das ist übrigens jetzt ein bewusstes Beispiel, das ich mir ausdenke, was niemals in der Vergangenheit passiert ist. Also du brauchst wirklich eine Aufmerksamkeit, die sich in einem gewissen Maß aufzoomt. Es wird basic als Metapher eingeführt, in der das normale logische Leben und die gewohnte Sinneswelt abläuft, im Unterschied zu einem komplexeren Windows, in dem weit mehr möglich sei. Eine Vermutung, hier werden Wegweiser aufgestellt. Gehen muss man selbst. Die Sache mit Windows und Basic ist einzig und allein, dass ich innerhalb deiner Logik darstellen will, dass die komplette gigantische Welt, die du jetzt mit deinem persönlichen Charakter, mit deinem Abi-Programm in dir aufbaust, die sogar fotorealistisch 3D auf deiner VR-Brille in Erscheinung tritt, was du deine sinnlich wahrgenommenen Informationen nennst. Diese unendlichen Möglichkeiten, wenn ich jetzt mal in Worten zu dir sage, du wärst jetzt, wenn du die Kohle hättest, in der Lage, eine Weltreise zu machen, andere Länder, andere Völker dir anzuschauen. Das ist dein Programm, was du aufrufst, und Programme wiederum haben ein Betriebssystem und das geht alles mit Basic. Und ich sage, Holofeeling, die nächste Stufe ist Windows und die Möglichkeiten von Windows sind so gigantisch anders wie von Basic. Obwohl dein Basic schon so gigantisch ist. Und wenn ich mit dir rede, muss ich mit dir in Basic-Logik reden, was ein Nichts ist. Das heißt, ich bin überhaupt nicht in der Lage, dir in Basic zu erklären, was mit Basic alles möglich ist, solange du auf Windows läufst. Das bringe ich als Beispiel, dass ich sage, jetzt für dich nachvollziehbar, du nimmst jetzt ganz einfach einen in 4 Wochen alten Säugling, erklär den mal, wie man Kaffeemaschine einschaltet. Eigentlich Da fängst du erst gar nicht an. Und es ist dieses Ego, man glaubt, man wüsste was, wenn man was nachhilft. Du musst dich zuerst einmal so in eine Demut begeben, dieser schöne weise Satz, ich weiß, dass ich zwar sehr viel weiß, aber in Bezug auf das heilige Ganze weiß ich überhaupt nichts. Dann kann ich dir neue Sachen einspielen. Da geht es nicht um besser und schlechter, sondern um komplexer, das steht da. Dass du hier diese Komplexität nie erfahren wirst. Und alles, was wir jetzt machen, wir reizen mit dem Holo-Feeling, so wie du das jetzt in den vielen Schriften und in den Selbstgesprächen in dir zur Anschauung bringen kannst. Es ist alles noch Basic. Eben weil ich mit einem Basic-Betriebssystem-Programm nur kommunizieren kann, wenn ich zumindest in Basic-Sprache rede. Und Holo-Feeling reizt jetzt das aus. Ich habe mit meinem Holgerchen so einen schönen Satz gehabt, für die, die sich mit Computer auskennen, dass du ja schon Windows bist. Du kannst nicht in Windows hineinwachsen. Du bist ein Gott. Du hast es nur vergessen. Und du läufst zur Zeit, du bist Windows und Windows ist Windows, aber ich sage, du kannst auf Windows auch Basic laufen lassen, weil das ja abwärtskompatibel ist. Das, was du zurzeit, was ich mit Holofeeling mache, ist, dass ich dich, Windows, von dem du noch nichts weißt, was du bist und was du kannst, habe ich in einem gewissen Maß einen Basic-Emulator, nennt man das, installiert, dass du das laufen lassen kannst, so wie du in Windows zum Beispiel auch einen Android-Emulator installieren kannst und dass du in Android-Apps laufen lassen kannst auf Windows. Oder in einer Box, in einer Standy-Box nennt man das, Nein, dass nein. du einfach ein Unterprogramm aufmachst, wo du andere Sachen einspielst. Okay? Darum ist die Computer-Metapher so wichtig. Das heißt, es wird Basic als Metapher eingeführt, als eine Metapher, Metaphere. Jetzt können wir natürlich das Meta uns wieder anschauen, das haben wir Griechisch und Lateinisch, was viele eigentlich gar nicht so wissen, aber ich springe jetzt trotzdem einmal da schnell rein. Meta ist ein Kegel- und pyramidenförmige Figur. Interessant ist, wie oft bringe ich den Kegel? Kegel heißt wie eine Welle. Ich sage, die Welle, denkst du dir, ein Kreis und ein Dreieck. Das sind die zwei Extremformen, die zwei extremen Schattenwürfe. Und wenn wir den Kegel jetzt drehen und zweidimensionale Projektionen anschauen, gibt es natürlich unendlich viele Schattenwürfe, nicht nur die zwei.
Und die sind dann entweder mehr kreis- oder mehr dreieckförmiger. Und da wird jetzt hier schon die ganze, wir gehen, ich will jetzt nur eine Spitzsäule. Interessant ist, das Ja. obere und untere Ende, schau dir das an, Ah. kreisen, polar erweckt und unten. Ich nenne das plus 1, minus 1. Im römischen Zirkus, Ja. das kommt vom Zirkulus, den können wir uns jetzt extra anschauen. Was der Zirkel, das ist, hat was mit Drehen zu tun. Interessant im Hebräischen, wenn wir uns das anschauen, ist tatsächlich immer wieder die Radix ZDR, die Geburt einer intellektuellen Berechnung blau. Ist eine riesen so große Sache, aber das heißt auch Angel, das bezieht sich jetzt, jetzt habe ich wieder so eine Sache. Rede ich von einem englischen Angel oder von einer Türangel? Und da geht es beides. Du bist es. Zentrum im Zirkelpunkt und darum ist es auch die Türangel. Siehst du das? Aha. Und da ist ein doppelt aufgespannte E-Existenz. Das ist wieder plus 1, minus 1. Das ist das obere und das untere Ende. Ja. Und darum ist es auch der Dreh- und Angelpunkt. Das ist dieser Zirkelpunkt. Wir sind im Zirkus, das obere und das. Merkst du, alles, was da steht, stimmt. Wie viel davon verstehst du, wenn du das mit deinem jetzigen Intellekt, mit deinem Basic-Intellekt liest? Dieser Zirkus, da könnte ich jetzt wieder 400 Seiten Buch draus machen, um die, die wegfahren, siebenmal herumfahren müssen. Ja. Zugleich die Mauer, ich erspare mir das, ich bin so, du müsstest so viel wissen, was aus dem Wort Mauer entspringt. In dem mittleren Platze, das Wunder in der Mitte, mit L, Platze des Zirkuses. Du steckst in der Mitte, im Wirbel, nenne ich das, im Zentrum. Aber Zentrum ist wieder der Stachel. Und Stachel SD8, Kentron, SD, der, wir können jetzt einmal das Rot lesen, dann heißt es S ist Bewusstsein, T ist entweder der Spiegel oder das Immerseiende und Ach heißt Bruder auf Hebräisch. Der Immerseiende Bruder ist im mittlersten Platze und ich will dich in dieses Zentrum mit hineinsetzen. Das ist der im Zentrum, wo die 24 drumherum sitzen. Nicht ausschweifen. Geradezu geistige E-Existenzen machen, die aus dir selbst entspringen. Und diese Spitzsäule, die Ort des Umlenkens, zugleich aber auch das Ziel war, vergiss die Vergangenheit, das Ziel ist. Das ist Genau. einmal nur eine Kleinigkeit. Wir können jetzt natürlich Meta auch hebraisieren. Dann hast du die Frage, wir machen es erst einmal Mhe. Das heißt, was? Etwas, was, warum? Und TA, die erscheinende Schöpfung. Was ist die erscheinende Schöpfung? Das ist ein Wachraum. Eine Zell, ein Schatten, Le, der auseinandergeschmissen wird. Es ist eine Existenz, die ich, en ich, he. Eine Existenz, die zu existieren anfängt. Also es ist wirklich ein Computerprogramm. Ob dich das jetzt interessiert, ob du die Reife hast oder nicht die Reife hast, du hast die Reife hundertprozentig nicht, wenn du ständig irgendwie reinlaberst. Ich sage immer wieder in unserem Chat, in dem hier, da haben wir immer so Phasen, wenn man das jetzt längere Zeit verfolgt, ich mache jetzt wieder ein Zeitfenster auf, da kommen welche neu hinzu, die irgendeiner reinstellt, die nur Scheiße bauen, die den zoomen ohne Ende. Das ist immer, ich sage, ich sehe durchaus die Begeisterung von einem Geistesfunken, der am Anfang ist und hier einfach sich Luft machen will. Aber es ist dann für Ältere, die einfach im Hintergrund sich das anschauen, extrem mühselig. Wir hatten ja schon Fälle, wo du, wenn du 2 Tage nicht eingeschalten hast, ich rede jetzt wieder bewusst chronologisch, dass du teilweise, ich weiß, bei unserem Run habe ich einmal gezielt nachgezählt, da waren innerhalb von 3 Tagen waren über 800 Einträge drinnen und davon waren über 90% nur vom Run. Jetzt haben wir einen ZEM, dann haben wir das und ich sage, es ist okay, wenn es inspirierend ist, was du schreibst. Das ist übrigens auch inspirierend für die, die sehr aufmerksam lesen. Aber mit Sicherheit nicht für den, der es reingeschrieben hat, den ich mir natürlich jetzt bewusst ausdenke. Das bin ja immer ich, nur mit einem anderen Programm. Ich hoffe, das kommt so rüber. Lass uns da mal weitermachen. Das heißt, ich sage als Udo immer, ich bin ein Wegweiser, der Brösel Udo ist nur ein Wegweiser, der bringt dich nicht dahin, wo du hin willst. Du musst selber gehen. Sobald du an dem vorbeigehst, ist er wieder weg. Gehen muss man selbst. Steht ja auch richtig da.
geistige Eheexistenzen. Den Unterschied zwischen Plus und Minus musst du selbst ins Heilige verbinden. Es geht nicht mehr darum, Gesundheit oder Frieden anzustreben oder Glückseligkeit, weil blau ausgedacht ist, ist eine Entheiligung. Es wird auch angesinnt, alles laufe perfekt zu einem Heil. Nein, das ist alles ein absolutes Missverstehen. Der mit diesen Filtern, der Geistesfunk, der Holofeeling mit diesen Filtern liest, die er hier äußert, hat nichts verstanden und er hört nicht zu, was ich sage. Du kannst das, was du bist, nicht erreichen. Du bist es schon, du hast es nur vergessen. Das ist die elementare Aussage. Ich führe dich in einen Zustand des Wiedererinnerns. ER² ist das Innere, des Wiedererinnerns an das, was du selbst bist. Heil kannst du nicht erreichen. Das, was du Heil nennst, schau, ist der Punkt der Heiligkeit, in dem sich alles befindet und aus dem alles entspringt. Und das ist ein grobes Symbol, wo man zuerst einmal die 4, die 8 Seiten, die 16 Seiten, da kriegst du diesen Tetraederkomplex. Heiligkeit kannst du nicht zerstören und die kannst du auch nicht erreichen als Geist. Du bist mit mir als Geistesfunken in diesem Zentrum. Und ich sage nochmal, ein Geistesfunken ist letztendlich nur ein Geist, der ein ganz spezielles Leben durchlebt, ein Videospiel zurzeit spielt, in dem er einen Protagonisten darstellt, wenn er an sich selbst denkt, weil du bist der Einzige, der dein eigenes Denken verändern kann. Aber das kann jetzt nicht die KI. Die KI kann sich selbst nicht verändern. Und gut, die Figuren, die du denkst, diese sinnlich wahrgenommene Körper oder das Gehirn kann das sowieso nicht. Du musst da zuerst einmal 3 Stufen weiter in die andere, in die rote Richtung gehen. Und man lediglich die Freiheit hat, das zu ignorieren. Die Freiheit liegt wo ganz woanders, wie das, was du Freiheit nennst. Die Freiheit ist, einfach sein Gedankenspiel in sich laufen zu lassen. Dieses willkürliche, offen, oberflächlich betrachtet, willkürliche Spiel, das ganz, ganz genau definiert ist, ohne sich einzumischen. Ja, ja. Ich könnte jetzt wieder hier einen großen deutschen Philosophen mich selber 1801 habe ich eine schöne Schrift geschrieben, die habe ich oft zitiert. Du musst den willkürlichen Spill von dem, was du Fantasie oder intellektuelles Wissen nennst, in dir freien Lauf lassen, ohne dich einzumischen und dir anzuschauen, wie du dich von einer Sackgasse in die nächste manövrierst damit. Und es steht geschrieben, ich verlange nun von dir die apodiktische Deonomie. Wer verlangt es von dir? Es steht geschrieben. Er sollte mal der Quelle angeben, was er hier zitiert, eine Deonie, die Unterwerfung unter meine göttlichen Gesetze. Solange du das auf Menschen beziehst, vergiss es. Du bist diesen Gesetzen unterworfen, es sind deine Gesetze. Hörst du denn nicht zu? Wie viel tausendmal soll ich noch sagen? Ich erkläre es den, der sich jetzt diesen Sprecher, den Udo, nenn ihn wie du es willst, oder Lautsprecher, der sich diesen Sprecher ausdenkt. Du bist Gott, ich bin bloß ein Gedanke von dir. Und du hast keine Ahnung von den Gesetzen, von deinen eigenen Gesetzen. Da müsstest du nämlich ich werden. Und ich erstes Buch Holofeeling beginne mit Ich bin du. Das ist natürlich klar, dass jetzt der von dir ausgedachte Udo Betscher nicht der ist, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Dieses Ich bezieht sich auf den, der sich jetzt den Udo ausdenkt und sich selbst ausdenkt als Affen. Und das sind Gesetze, ewige Gesetze. Ich kann dir übrigens sagen, wie die heißen. Die heißen schon seit Ewigkeiten Holofeeling. Und das ist jetzt immer noch basic angepasst. Holofeeling heißt das Gefühl, alles zu sein. Ich erwähne immer wieder die nächste Ebene, die du betrittst, geistig. Ändert sich zuerst einmal an deinem Wechsel von Informationen und den Informationen, die du mit deinem jetzigen Intellekt noch aufbaust. Weil du hast ja das neue Programm noch nicht. Zuerst einmal überhaupt nichts. Das ist die Geschichte mit der Insel. Das Einzige ist, dein Grundglaube hat sich verändert. Du weißt jetzt, jeder Moment, jede Art von Information, jede Form von mir selber ist mein Körper. Nicht nur dieser eine Körper, an den ich denke, wenn ich jetzt wieder an meinen Körper denke. Wo ich dann ja jetzt schon mitkriegen kann, ich kann mir ja auch andere Körper zusprechen, welche früher, wo ich kleiner war, jetzt sind wir wieder bei unserer angeblich chronologischen Abfolge. Nee, die sind alle gleich da, weil der Mensch ist ein Programm und in der Stellvertretung, in die man sich selbst hineinstellt, ich nenne das immer als Avatar oder als Spieler, ich kann nicht einmal sagen als Spielercharakter, dieser Spielercharakter macht ja, dass du eine ganz bestimmte Person bist innerhalb
von vielen anderen Personen, die du sagst, die bin ich nicht. Ja. Geh einfach den Gedanken mit, ich rede von dem, was ist. Sofort überprüfbar, es ist bloß sehr erschreckend. Du bist der einzige konstante Parameter in dem Still. Du bist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst. Und egal an was du denkst, es verändert nichts an dir selbst. Drum musst du was sein, was gar nicht existieren kann. Drum nenne ich das immer rot gelesen. Und das sind diese Gottesgesetze. Und wie gesagt, Holofeeling jetzt im Basic Emulator eines Windows-Programms. Alles, was ich dir erzähle, ist noch Basic, ist noch weltliche Vorstellung. Das sind diese Gesetze und den ersten Schritt, wo ich sage, mach dir jetzt bewusst, dass jeder Moment, jede Information, egal was es ist, von einer sinnlich wahrgenommenen Information bis zu einem Hauch eines Gefühls, zum Beispiel, was du Hunger nennst oder Traurigkeit nennst, Freude nennst, das sind ja auch Informationen, die feinstofflichste Form überhaupt, auf die du natürlich dann wieder irgendwie reagierst und wieder was machst. Deine Information, deine 200 Gramm rote Gnede umformst. Wir machen hier keine Religion, keine Science Fiction, schon gar keine vollkommen geistlos materielle Naturwissenschaft. Wir machen uns nur bewusst, was wirklich sich in einem selbst abspielt. Ich spiele mit uns. Ich spiele mit uns Welt erschaffen, Leben. Das sind alles ja aus meiner Warte. Nachgeplapperte geistlose Aussagen. Das ist einmal eine große Erkenntnis. Selbst wenn du das jetzt liest, plapperst du wieder irgendwas nach, die ich jetzt tätige, aber sie sind nicht als solche überprüfbar. Absoluter Blödsinn. Als Geist, als Brösel, an den du jetzt denkst, kannst du gar nichts überprüfen, weil ein Programm nichts überprüfen kann. Es kann den Einschein haben. Ich sage immer wieder, wenn du jetzt in die Naturwissenschaft gehst und du beschäftigst dich mit künstlicher Intelligenz, was für ein unendlicher Schwall von Worten da auf dich einfällt, was so unendlich geistlos ist. Wir werden irgendwann einmal Computerchips bauen, die wesentlich intelligenter sind wie Menschen. Jetzt ist schon wieder, was meine ich dann mit Menschen, wie Trockennasenaffen? No. Das eine, was ist der Unterschied, ob du dir jetzt ein Gehirn ausdenkst, in einen Trockennasenaffenschädel rein oder einen Computerchip in einen Computer. Es sind ausgedachte Sachen. Es sind einfach alles, was du dir denkst, ist was Existierendes. Und was Existierendes ist was Vergängliches. Es hört schon auf zu existieren in dem Augenblick, wo du es nicht mehr denkst. Und existierende Sachen sind kein Geist. Der Einzige, der Leben erlebt, ist Geist. Der Einzige, der wo was wirklich elementar verändern kann, die Programme verändern kann, ist Geist. Im Anfang war der Geist und sein Programm. In der Mythologie ist es super dargestellt in der Trinität. Der Jozer. Ich sage das immer, die Form und der Form eine Form gibt. Und wenn du von dieser Trinität was wegmachst, dann fallen die anderen zwei automatisch mit weg. Ich kann jetzt ganz simpel sagen, wir haben These, Antithese, Synthese. Wenn du eins wegmachst, gibt es die anderen zwei auch nicht mehr. Eben. Weil die Synthese der Punkt ist, aus dem die zwei entspringen. Schau das kleine Bild an. Aber sobald ich sobald ich einen Berg wegmache, gibt es auch keinen Tal mehr. Sobald ich den Punkt wegmache, gibt es das auch nicht mehr. Aber ich muss einem da sein, der jetzt gezielt eine ganz bestimmte Gedankenwelle aufschmeißt. Dieser Former, der Jozer. Gut, wo war man? Sind nicht überprüfbar. Das ist, wie definiere ich eine Überprüfung? Wenn du so genau bist, dann überprüf doch einmal, ob dein Körper existiert, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Ich sage, das ist doch so unendlich simpel, um etwas überprüfen zu können, als Geist. Der Geist ist der Einzige, der was überprüfen kann. Muss das zumindest als Information in mir vorliegen, weil solange ich keine Information habe, kann ich auch das nicht überprüfen. Du kannst nicht überprüfen, ob da außen eine Erdkugel ist, wenn du nicht an eine Erdkugel denkst. Und wenn du an die Erdkugel denkst, dann kannst du nur überprüfen, dass es ein Gedanke ist, aber du kannst in keinster Weise, es ist eine Glaubensvorstellung, Wassermoleküle. Alles, was meso- und mikrokosmische Vorstellungen sind, sind Sachen, die ich aufgrund von geistlos nachgeplappertem Wissen in mir aufbaue. Aber die genau wie alle anderen Existenzen nicht existieren, wenn ich es nicht denke. Sondern ich kann sie glauben oder nicht. Das sind schon wieder diese Kategorie 2 Aussage. Die größte hüte dich vor Kategorie 2 Aussagen, weil egal welche Antwort du dir gibst, die ist unvollkommen. Jetzt wissen wir natürlich mit dem Glauben, die Gedankenwelle, GL, blau gelesen, ist die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, wo es die eine Seite ohne die andere nicht gibt. Und das ist unsere Beschwörungskunst. Jeder gläubige Mensch beschwört etwas, wo er mit einer Meinheit beschwört. Und ich sage, du wirst irgendwann, und ich rede nur mit dem Geist, der mich jetzt sprechen hört,
Du wirst es unendlich bereuen für jede Unachtsamkeit. In Ich Bin, du ist das ganz leicht. Ich sage, wenn sich ein Blinder an einen Stein stößt, dann tut es weh und ich sorge dafür, so mal symbolisch gesprochen, dass der Schmerz schnell wieder weggeht, weil er kann ja nichts dafür. Sobald du dich mit Holofeeling beschäftigst, ja, du Geist, und ein bisschen die Grundlagen, also nicht nur reinliest und sagst, was ist das für Scheiße oder das ist klasse, ein bisschen erahnst, dass das die wirkliche, apodiktisch absolute Wirklichkeit beschreibt. Ja. Dann passiert Folgendes, dass du dann ein Sehender bist, den ansetzt. Du kannst bei weitem nicht alles sehen, aber du kannst es erahnen. Und dann garantiere ich dir, dann unterstütze ich dich, dass jede Meinheit in dir dich dermaßen abwatscht. Das ist jetzt keine Drohung. Das ist auch schon wieder eine Einsicht. Der droht mir ja. Ich betone, das Üble in deiner Welt ist, alle machtgeilen Menschen, ob das Politiker oder ob das irgendwelche religiösen Menschen sind. Und wenn du mir jetzt sagst, es sind liebenswerte Menschen, die Kardinäle und die Bischöfe, es sind machtgeile Menschen, es ist wie in der Politik, sie wollen zuerst einmal ihre Partei, ihren Glauben, ihre Sekte am Leben erhalten. Es sind Figuren in einem Traum, die nicht anders sein können, wie ich sie dir einspiele. Ich nenne es einfach nur, auch keine Schuldzuweisung. Ich verfüge über das Bewusstsein als ein bewusster Autor von Geschichten. Als Märchenschreiber, Märchenerzähler, dass ich keinen Charakter, nichts und niemanden, was ich mir ausdenke, vorwirf, dass es so ist, wie ich es mir ausdenke, wie ich es in mir selbst erschaffe. Und drohen auf der einen Seite und versprechen auf der anderen Seite, das Versprechen, du kommst ins Himmelreich, ich hole dich aus der Hölle raus, gibt es bei Holofeeling nicht. Ich warne dich als dein Schöpfer und dein Vater. Lange nicht auf eine heiße Herdplatte, du wirst dir bitter, bitter böse wehtun. Das ist eine Warnung, aber jetzt ist der Witz, ich habe dir die Freiheit gegeben, ich werde mich niemals einmischen. Ich lasse dich schonungslos drauflangen. Ich habe so viele Fälle, dann kommst du wieder angerannt und holst dich an, oh, es tut so weh, Papi, und ich habe dir doch gesagt, lang nicht hin. Und ich sage jetzt zu dir, lass es. Mach dir bewusst, ob du das, was du glaubst, was du äußerst, ob du das nur vom Hörensagen geistlos rezitierst und nachblabberst, oder ob du das wirklich beschwören kannst. Kannst du beschwören, dass du von deiner Mutter geboren wurdest? Das ist übrigens, wenn du jetzt meinst, ich will ein Ja oder ein Nein, bist du schon wieder in einer Kategorie 2-Frage. Holofeeling ist Weisheit. Und das stimmt beides. Es ist nämlich, wurdest du jetzt von deiner Mutter geboren oder wurdest du nicht von deiner Mutter geboren? Es klingt so, als wenn ich jetzt von dir eine einseitige Antwort wollte. Das stimmt nicht. Ich würde sagen, beides ist möglich. Wenn du jetzt, wenn du an deine Mutter denkst, wir müssten es erst einmal klären, an was denkst du, wenn du an du denkst? Du meine ich ja dich. Denkst du an dich als Geist? Dann musst du an was denken, was du eigentlich gar nicht denken kannst. Das ist das Rotgeschriebene. Oder denkst du an dich jetzt wieder als Mensch? Als Mensch wurdest du von deiner Mutter geboren, aber jetzt nicht als Trockennasenäffchen, sondern geh in die Welt der Symbolik. Wir haben ja 16 Perspektiven. Die Mutter symbolisiert die Frau, das ist deine Logik. Und das Tierchen, an das du denkst, wenn du an dich selbst denkst, das wird aus deiner Logik generiert. Das heißt, du kommst dann doch in einem gewissen Maß wieder von deiner Mutter, von deiner Am. Diese Am. Ja. Das hebräische Wort für Mutter. Die Groß, schau mal. Ja, ja. Geros, der Geist, Isus. Vom Ross, von Jesus ist es die Mutter. Mut wiederum, M-U-T, heißt sterben in einer Reihe. Gestalt geworden, aufgespannte Erscheinung ist die Erscheinung einer Reihe. Drum ist es auch eine Schraubenmutter. Ist bei uns natürlich sofort eine Schraubenmutter, ist ja das, wo sich die eigentliche Schraube hineindreht. Wir haben wieder den Penis und die Mutter des Drumherum. Kann man symbolisch sehen. Aber Shin-R ist deine logische Berechnung, sind deine Schöpfungen von aufgespannten Polaritäten. Das ist deine Beschwörungskunst. Und die gebiert alle Bilder. Aus der kommt alles heraus. Erkennst du die Symbolik? Was jetzt interessant ist, wenn diese kleine Radix vorkommt, je nachdem, wie du die aussprichst, wird auch oft übersetzt in unserer Programmstruktur dennoch, da dann, falls gewiss, obgleich, oh das,
Interessant ist diese kleine Aussage. Das macht nämlich diese ganzen Kötzchen, die hier stehen, unter der Bedingung, dass ich glaube, dass es so oder so ist, unter der Bedingung, dass ich denke, dass es so und so ist, erscheinen mir das so und diese Bedingungen dienen G, das Ding an sich, dien heißt das Gesetz, die Urteilung der Rechtsprecher und wenn du das blau liest, heißt es Ding deines Gehirns, das ist dein Mechanismus. Unter der Bedingung, dass deine Mutter symbolisiert jetzt erst einmal deinen Intellekt, die Frau, und dann weiter deine Vorstellungen. Darum ist das MUT. Raumzeitliche Erscheinungen sind erweckte polare Existenzen. SDRPN. Ja. Mhm. Und Tod heißt dann zu viele. Du wirst durch diese Erwecken von raumzeitlichen polaren Existenzen deiner Gedankenwelt, wirst du TOT, ein kreisendes mit zwei Spiegeln Tod, wirst du so viele Gedankenwelt. Das passiert übrigens in einem Todesschlaf. In einem Totenreichet. Das sind so viele Existenzen in deinem, im Kopf des Schöpfergottes, Reichet. So viele Existenzen, Tode, lass die Toten ihre Toten begraben. Du kannst etwas Existierendes nicht retten, wenn die Menschheit retten wollen, wenn die sich selbst retten wollen. Ich könnte jetzt auf das Wort retten eingehen. Wie willst du einen Gedanken, den du denkst, retten? Wie definierst du das? Mit dem nächsten Gedanken, den du denkst, geht er wieder dahin, wo er herkommt. Das ist hundertprozentig sicher, beobachte dich doch ganz einfach. Vor was hast du eigentlich Angst? Wir sind immer noch bei der Meta gewesen. Ich wollte eigentlich, du merkst, wenn ich ein Wort genau erkläre, da steht alles drin, was das bedeutet. Weil die Spitzsäule, diese Spitzsäule am Ort des Umlenkens zugleich das Ziel war, ich sage, das Ziel ist. Es ist ein Sub, das ist das absolute Ende, die Geburt eines Gottes in El, in diesem Nichts. Die Geburt eines Gottes passiert immer in einem Nichts. Und geboren wird er hier definitiv, wenn er anfängt, Gedankenwellen um sich herum aufzuschmeißen. Okay, zweierlei Augen haben. Du wirst feststellen, wenn wir in die Medizin gehen und nochmal deine ausgedachten Augen jetzt hast, ich sage immer ganz grob, das ist eine VR-Brille. Zwei flache Monitore, die die Illusion einer Welt da außen illusionieren. Wenn du mal den Aufbau anschaust, sind die zwei Augen, hast du mal vier Flächen. Weil jedes Auge hat zwei Retinas. Jetzt sind wir in unserem Tetraederspiegel, die über Kreuz übrigens in Medizin, alles was in Medizinbüchern drinsteht, stimmt. Aber nicht das, was die Mediziner dir erklären, was es bedeutet, weil die geistlos einseitige Erklärungen nachäffen. Alles was in der Bibel drin steht, im Alten Testament. Genesis 1,1 stimmt. Was nicht stimmt, ist das, was dir die Theologen und die Religionslehrer erklären, was das bedeutet mit dem Adam als Mann und Frau. Es sind extrem geistlos nachgeäffte Sachen, wo der tiefere symbolische Sinn nie verstanden wurde. Da haben wir jetzt den Übergang in eine andere Tonart, die Metabole. Wir haben vier Oktaven. Das sind immer wieder, die ganze Musik wiederum ist ein Bereich, der dasselbe erklärt. Dann haben wir den Herumführer, den Spürhund und so weiter, bis du dann irgendwann zum Metallum, zum Metall kommst. Gestalt gewordene Erscheinung, die Augenblicke sind alles, was irgendwie Silber, Kesov, wie das Weltliche. Aber wir machen jetzt den Sprung, das lassen wir gut sein, wir machen nochmal ein Meter, nämlich ein griechisches Meter. Das schreiben wir mal genauso. Fragen? Schau mal. H-Inter. Existenzen. These ausgedacht, Antithese ausgedacht, Synthese ausgedacht. Und der rote vierte schließt das Ganze dann. Jetzt haben wir unseren ersten Tetraeder. Fragen? Ist nicht ganz schlecht, was dir der Dilettant Bachelor erzählt. Ich sage, wenn einer ein Holofeeling rumkotzt, der soll erst einmal die 25.000 Seiten lesen und nicht nur zwei Absätze anschauen, dann soll er die Holoarithmetik anschauen, die drei Bände mit Holoarithmetik, die Hologrammatik und wenn er dann immer noch sagt, ich bin ein Schwätzer, dann kann sie nicht anders. So, weiter im Kontext.
Du merkst, wie viel du wissen musst, um das überhaupt richtig ganzheitlich zu sehen. Ich würde eine Meinheit schwören, wenn ich behaupte, dass es so ist. Eine Meinheit schwörst du, indem du jetzt sagst, du kannst es nicht überprüfen. Es ist so, wenn du es denkst. Jeder Gedanke, den du denkst, der ist das, was er ist. Einfach nur ein Gedanke. Und Gedanken haben noch keine Qualität. Das ist rein ganz abstrakt. Es ist einfach nur. Da kann der Udo tausendmal sagen, das, was du Qualität nennst, entstehen durch das einseitige Wertesystem dessen, der seine eigenen Informationen anschaut. Und dann machst du plötzlich eine Information richtig oder verkehrt, definierst du. Oder du definierst die schön oder hässlich oder böse oder gefährlich oder gut oder gesund. Das sind Definitionen. Schau doch zuerst einmal, was jetzt da ist. Zum Beispiel ein Gefühl. Ich habe Schmerzen, es ist ein Gefühl und ich sage, das ist schlecht, ich bin krank. Ich sage, das ist aber Kategorie 2 Aussage. Zu meinem Peter Fedding, der hier eine wahrliche, wenn er in sein Lebensbuch zurückblättert, eine wahrliche Odyssee von Schmerzen, ein jugendlicher Peter, der Wasserski gefahren hat, der extrem sportlich war, wird plötzlich angefallen von einer Knochenkrankheit, ich nenne es einfach einmal so, dem nicht Knochen, das hebräische Wort Knochen heißt zuerst einmal Etz, sorry. Schau, ohne jetzt zu wissen, was kommt, ich muss nicht Hebräisch lernen, ich muss nur wissen, wir bleiben auf dem Blauen. Die 70 ist der Augenblick des E als 70 gelesen und das Z ist die Geburt. Eine augenblickliche Geburt. Wir schauen mal, was das ist. Jetzt hast du einen Baum. Da steht übrigens, bei den zwei Bäumen steht immer bloß Etz. Und ja. Dieser Baum ist auch Holz. Ein Gehölz. Schau mal, GE-Quadrat. Erzeugt eine Wahrnehmung und Euls 70, das augenblickliche Licht, das du gebierst, dieses Euls, ist praktisch das Joch, das du hochhebst, das wird diese Geburt. Mhm. Sag ich mal, bau eine Gestalt in dir auf und da brauchst du einen Wellenberg und einen Wellendal. Wenn ich jetzt da ein M hin dran hänge, das heißt, die augenblickliche Geburt wird zu einer Gestaltwerdung. Blau gelesen, nur blau gelesen, dann komme ich zu dem Wort Ding. Habe ich gerade schon gesagt. Ding heißt das Gesetz. Öffnung einer intellektuellen Existenz in deinem Gehirn. Oder die intellektuelle des Geistes, wir können das rot machen. Dieses Ding, das du jetzt hast, ist GE-Quadrat, schaltet eine Polarität ein, mit 70 gelesen hast, hier dieses ein hast einen Augenblick. Ich kann auch ein polarer Augenblick lesen. Und das Ganze ist GEG, 2G, 3-3 hast Dach. Ich mag es wieder so ausgedacht. Ja. Überlegt und das symbolisiert ja. Die Gedankenwelle. Okay, das ist der Kern und der Knochen. Ich war ja beim Ätzem, er ist von einer Knochenkrankheit angefallen worden. Jetzt hast du es aber auch Kraft und Macht. Wieso heißt es Kraft und Macht der Knochen? Jetzt geh mal selbst, rot gelesen. Weil nämlich das M als Suffix gelesen heißt ihr in Bezug auf Männer, auf Geistesfunk und dann heißt es ihre augenblicklichen Geburten. Das sind deine Gedankenwellen. Und jetzt ist es das rot gelesene selbst. Im Hebräischen. Jetzt geh in die Symbolik, wenn du dir jetzt Trockennasen auf dem Haus denkst, wenn dieses Fleisch sich auflöst, von den Knochen fällt, Asche zu Asche, Staub zu Staub, in dem Grab, was bleibst du am längsten über? Was vergeht eigentlich nicht? Jetzt denk wieder an die Neandertaler-Skelette. War nie in der Vergangenheit. Das, was übrig bleibt, sind die Knochen, das Skelett. Was von dir übrig ist, nicht übrig übrigens, sondern unten als Grundlage von allem, das ist dein rotes Selbst. Die 200 Gramm rote Knete wird sich nie verändern. Der Geist, der unendlich viele Bücher liest, wird sich nie verändern, wenn du ich bist. Du bist dein jetzt ausgedachtes Leben immer derselbe Geist gewesen, der dieses Leben erlebt wie ein Leser, der ein Buch liest. Und aufgrund der Worte ständig seine Informationen im Hier und Jetzt austauscht. Das Buch symbolisiert die Datei, Computermetapher im Hintergrund oder schmeißt du Bilder auf. Im Maßsetzung deines Intellekts, deiner Interessen. Du könntest so unendlich viele andere Sachen aufschmeißen. Dann müsstest du dich aber für anderes interessieren. Du klebst an dem, was deine Logik der Zweite dir von Interesse suggeriert. Das ist, wenn ich simpel sage, du kannst, wenn du jetzt träumst, im Traum dich an einen Computer hinsetzen und unendlich viele verschiedene Internetseiten aufmachen. Wie viele Internetseiten von den Milliarden von Internetseiten öffnest du auf deiner Computeroberfläche? Natürlich nur in deinem Kopf als Information. Und wie einseitig legst du denn das aus? Du hängst auf den Gleisen deiner Logik. Das ist das Gefängnis, wo deine Logik dich einsperrt. Das steckt da alles drin. In wenigen Zeiten, ein Wort verstanden, hast du alles verstanden.
Etzem, der Wesen, das kann ich, Geist selbst, Geist ich, göttlicher Geist und matt, gestalt gewordene Erscheinung, erweckte intellektuelles Joch, 70 gelesen. Das ist das Spiel. Ja. Wir waren jetzt nur hier in dieser Kleinigkeit mit, kann ich es überprüfen oder nicht? Alles, was ich dir sage, die elementaren Aussagen, kannst du alle überprüfen. Das beginnt, dass ich sage, wenn du an was nicht denkst, dann existiert es nicht. Was du jetzt natürlich wieder nicht überprüfen kannst, um was zu überprüfen, musst du es denken. Ich hunderte Mal wie in Selbstgesprächen gesagt, was du jetzt machen kannst, du kannst dir bewusst machen, dass du in dem Moment, wo etwas in dir auftaucht, dass das vorher nicht da war. Ich mache jetzt wieder Schnipp und jetzt denke mal bitte an deine Beine. Ja. Wackeln mit den Zehen, Z-Ehegeburt, zack, an den Beinen. Jetzt habe ich die Zehe, diese Geburt, eine Ehegeburt, nämlich die zwei Beine, das polare eine, aufgespannt. Du kannst dir bewusst machen, dass in dem Moment, wo in dir eine neue Information auftaucht, wenn du der Beobachter bist, dass die vorher für dich nicht existiert, nicht aus dir herausgetreten wurde. Die Worte sprechen doch für sich selber. Du kannst immer nur erkennen, wenn was in dir auftaucht. Du wirst niemals beobachten können, wenn sich was auflöst. Darum merkst du, wenn du jetzt normal gesprochen wach wirst, aber du kannst nie beobachten, wie es ist, wenn man einschläft. Denk an die 10 Uhr, 10 Uhr und 22 Uhr. Bin da so drauf eingegangen, in dem Moment, wo dann ein neuer Gedanke da ist, kannst du dir wieder denken, was habe ich vorher gedacht? Das denkst du dir auch wieder jetzt. Das sind die zwei Seiten, wo du das vorne und das hinten austauscht. Das aber immer in der Z-Achse gleichzeitig ist, in der Geburtsachse. Gut? Also Meinheit schwörst du sowieso laufend. Schon mit dem Geschwätz, wenn du das jetzt dein Ego, dein Zweiter dich gezwungen hat, das reinzuschreiben. Einmal sich im Zaum halten, nicht alles raushauen, durch einen Holo-Feeling-Scanner laufen lassen. Aber da musst du jetzt erst installiert werden. Das ist so, wie es Holo-Feeling geschrieben steht, hat mit Glauben nichts zu tun, sondern ist so, auch wenn ich es nicht überprüfen, sondern nur nachplappern kann. Du kannst es überprüfen, was ich dir sage. Aber nur wenn du Geist bist, es wird niemals irgendein von dir ausgedachter Mensch, bittestrich irgendein Gehirn, ein Computerchip überprüfen können. Künstliche Intelligenz ist so eine unendlich geistlose Vorstellung von irgendetwas. Es ist, dass du definitiv postulierst, irgendwelche ausgedachte Dinge können mächtiger sein wie der, der sich das ausdenkt. Es liegt in der Natur obiger Versprechungen, dass sie bei entsprechender geistiger Verfassung tröstlich werden. Ich habe überhaupt kein Bedürfnis, dich zu trösten. Im Gegenteil, ich bin gekommen und bringe dir das Schwert, dass du dich von diesem Scheißdreck abnabelst. Du musst nicht getröstet werden, wenn du Geist bist. Und eine nüchterne Befassung deswegen verhindert. Bei UG, offensichtlich sein neues Vorbild, wird man auf sich selbst zurückgeworfen. Der UG, lese mal die Geschichte als Märchenfigur, dann wirst du merken, was da viele Sachen dahinter sind. Das ist wie bei Jiddu Krishnamurti. Die zwei, aufgewachsen jetzt in der Märchengeschichte in Indien. Was er Krishnamurti Heuchelei vorwirft, der kann immer wieder sagen, ich habe ja nichts. So ganz, ich finde beide ganz hervorragend, aber es ist wie Wellenberg und Wellendau, die gehören unter ein paar zueinander. Das, was bei ihm fällt, ist bei Jiddu und was bei Jiddu fällt, ist bei UG. Das ist übrigens rot gelesen, verbundener Geist. Und der verbundene Geist ist die verbundene Weisheit, das ist UB. Wird man auf sich selbst zurückgeworfen, ohne göttliche Versprechungen? Ich sage, bei UB wirst du auf dein rotes Selbst, auf dein Ätzem zurückgeschmissen. Diese alle werden in der Luft zerrissen, die göttlichen Versprechungen. Das macht doch Holofeeling. Ja. Ein ausgedachter Gott ist ein Gedanke von jemandem, der viel mächtiger sein muss, wie der, der einen Gott in sich erschafft, indem man an Gott denkt. Du bist Gott, das ist die Botschaft von Holofeeling, zumindest ein Gotteskind. Und du hast es vergessen, weil du dich ständig mit einem Trockennasenaffen verwechselst und glaubst, irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst, sind mächtiger wie du selbst. Wie geistlos ist es, wenn ein bewusster Denker glaubt, ein Gedanke, den er denkt, irgendein Mensch, den er denkt, könnte mächtiger sein als er selbst, wenn ihm doch bewusst ist, den gibt es doch gar nicht, wenn ich ihn nicht denke. Und wenn ich was denke, ist es so, wie ich es mir denke. Und jetzt meine Erklärung in einer extremen Kurzfassung, das genaue Gegenteil vom obigen Zieh, dort, die Geburt eines Intellekts ist eine Tat, ist der Fall. Faller, die Falle. Falsch. Ich, UB, mache keine Glaubensangebote. Ganz nochmal, OB ist eine Beschwörungskunst. Es geht nicht, irgendwas beschwören zu müssen,
Du sollst das beschwören, was du überprüfen kannst. Schon gar nicht an irgendwelche von dir Geist, der sich jetzt den Udo ausdenkt und irgendwelche andere vergängliche Idioten. Idioter sind einfache Menschen, sprich Trockennasenaffen, die du Geist des Funken Menschen nennst. Ich mache keine Versprechungen an Menschen, die du dir denkst. Ich erzähle alles, was ich erzähle, einzig und allein den, der mich jetzt sprechen hört. Und da ist wirklich nur einer, der mich sprechen hört. Und das bin eigentlich ich. Ich spreche jetzt und ich höre mir selber zu, weil ich vollkommen allein bin als UB. El Hayom, Gott das Meer, ist allein. Das will er nicht mehr sein. Darum denkt er sich einen Sohn. Den ersten, den ich ihm erschaffe, bis der JCH. Ja. Das Regenwurm des Jahwe lesen. Du findest es auf den Holofilling-Seiten im Beiwerk. Ganz einfach im Aphorismus. Aber als ich, als der Sohn, der ich selber bin, wenn ich an mich denke. Ich habe halt mit 33 Jahren erkannt, da gibt bloß einen Weg. Ich muss ins Zentrum, ins Kreuz, in das Zentrum des Kreuzes, wo die Patrone rein, der Bader sitzt. Dann werde ich eins mit dem Vater. Passiert übrigens genau mit 33 Jahren in dieser Geschichte. 33 haben wir wieder unsere Gedankenwelt. Ich muss ins Zentrum meiner Gedankenwelt, aus dem letztendlich meine Peripherie um mich herum, meine Wellen entspringen. Drum ist es im Jahr 33, laut biblischer Geschichte. Aber dann bin ich wieder bloß eins. Das ist ich OB. Und dann bin ich wieder allein. Also denke ich mir jetzt wieder einen Sohn. Ich mache jetzt mich. UB ist der Vater von JCH und JCH wird jetzt nächste Generation zum Vater von dir, von dem roten Ich, von dem Geistesfunk. Das wird da beschrieben. Symbolische Bilder. Ich UB erkläre einzig. Der Geburtsgeber ist der göttliche Geist. Der Schöpfer ist Gott sein, Schöpfer sein heißt Gott sein, das heißt nicht existierend auf Hebräisch. ZIG ist die Geburt eines göttlichen Geistes, dir Geistesfunk. Was du selbst bist, du bist ich, ewiger Geist, ein Gott. Nicht denkbar, der als Ding an sich nicht existieren kann, außer er macht diesen da. Aber immer symmetrisch. Und R, ich und du sind ja eins. Mutige dich dazu, rot gelesen. Immer sein verbunden, dich dazu, dir dies auch selbstbewusst zu machen, was du bist. Du bist nicht irgendein Gedanke von dir. Was du selbst bist und für pur das Los, das Schicksal, das du in dir losmachst. Einen geistlosen Schwachsinn. Logik macht dich wach, deine Logik macht dich was und das ist raumzeitliche Intellekt erzeugt zwei Existenzen, wo du immer bloß eine anschaust. Eigentlich noch viel, viel mehr. Was du selbst bist und für was für einen geistlosen Schwachsinn du Geistesfunk wegen deines derzeitigen extrem fehlhaften und trügerischen heißt Schlafen und alternieren Glauben glaubst. Wellen, die du beschwörst, wo du meinst, du hast mit diesen Gedanken, wenn nichts zu dienen, die aus dir selber auftauchen und sich genau genommen immer in dir selbst befinden. Ich postuliere auch keine chronologisch auf ein A in dir heißt auf- und abgeschwingend erweckt. Erfolgende Reifestufen, in die man angeblich hineinwachsen kann, dass du nur flackernd, Existenz von aufgespannten Rechnungen, das Wort heißt ein flackerndes Licht, geistlose Schwätzer, die nicht genau zuhören, was ich UB dir als Brüssel UB mitteile. Ich postuliere, ich UB postuliere das absolute Einssein, nicht existierendes Bewusstsein. Von allen vergänglichen Plus-Minus-Existenzen, das sind Gedankenwellen, die immer heilig sind, ganzheitlich betrachtet, im absoluten Mittelpunkt, das heißt im Einsub, das ist das nicht existierende absolute Ende, hebräisch geschrieben. Und das ist in uns selbst, wir sind das, wir zwei, nur wir zwei, ich und du. Ich als Vater und du als mein Sohn. Und das ist jetzt gleichgültig, ob du dich geistesfern jetzt in deinem Traum, ob du die Rolle einer Frau oder eines Mannes spielst oder eines Negers oder eines Chinesen, das ist vollkommen gleichgültig. Ich bin im roten Bereich, das steht für rot, was man hier zwar übrigens auch machen könnte, aber ich muss immer nachbessern als Brüssel Udo, weil das so zu schreiben, muss man so aufpassen mit den Sternchen, dass das fett geschrieben wird und wenn die dann aneinander hängst, Riesenhickmeck, da muss man mal noch was einfallen lassen. Kann man, das heißt, kannst du Geistesfunk überprüfen, ob es, dieses E-Quadrat-Bewusstsein ist JCHICH, das bin ich und du, ist gleich uns, ob es uns, ich, Eigenlicht, wir sind das Licht, Wirklicht
ist gleich das Geist Gottes. Gibt BD eine polare Erscheinung? Das wäre jetzt blau ab hier. Ja. Nochmal, kann man, sprich Geist, das heißt symbolisch, kannst du Geistesfunk überprüfen, ob es uns, sprich ich, eigentlich, wir sind unser eigenes Licht, wir sind die Lampe im Projektor und nicht irgendwelche projizierte, ausgedachte Fünkelchen, die irgendwann angeblich Welt beleuchten. Die zwei Lichter am Himmel. Da müssen wir jetzt sehr genau wieder die Schöpfungsgeschichte, den ersten Vers Genesis 1 anschauen. Wirklich gibt. Übrigens, das BD, die polare Erscheinung, können wir auch ganz kurz reinspringen. Jetzt kriegst du die GE. Wir zwei GE-Quadrat haben ein doppelt aufgespanntes AND. Und nochmal ND, die existierende Öffnung. Bin ich so oft darauf eingegangen, schwanken, sich bewegen, ein Hin- und Herschwanken. Das ist kein Bewegen von der Vergangenheit in die Zukunft, sondern dieses hier. Ja. Darum ist diese geöffnete Schöpfung ist MM. Das sind aufgetürmte Wasser. Ich sage immer wieder, wir drehen diesen Fluss, indem wir hier einen Damm reinbauen, drehen wir das und dann haben wir plötzlich dieses Aufsteigen und wieder zurück, das ist das Schwanken. Es ist so eine unendlich tiefe Symbolik im Hintergrund mit Arithmetik. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Arithmetik da drin ist. Das, wenn du jetzt übrigens spiegelst, diese existierende Öffnung, spiegel mir und dann kriegst du die N und das hast jetzt Urteil. Aufgespannte Berechnung, wir müssen uns selbst teilen, verurteilen. Ver heißt wieder verbinden und verstreuen, die zwei Seiten. Gut? Und das A als Vorsilbe heißt imperfekt, ich werde praktisch zu schwanken beginnen. Das ist BD, ich werde zu einer polaren Erscheinung. Jetzt können wir natürlich da noch eine 9 reinsetzen, da kriegst du eine polare Spiegelung. Siehst du, und da gibt es kein hebräisches Wort, aber das spielt keine Rolle, weil du dann trotzdem diese polare Spiegelung oder im Spiegel, inmitten des Bungels, im Reih, das steht ja rot gelesen für den Spiegel, ein bewusster Reih, Kopf des Schöpfergottes, im Mittelpunkt verbunden, blau, außen, außerhalb ist es eine Spiegelung. Da könnte ich jetzt die Zahlen, wie gesagt, ich lasse das, weil sonst wird es zu kompliziert. Mann, Weib ist eben weiß, doppelt aufgespannt, Ei mit 70 gelesen, ein Trümmerhaufen, der Augenblick eines Intellekts ist immer ein Trümmerhaufen. Das sind aber DRÜ, das heißt, seine Reihe besteht aus zwei Gestaltwertungen, die erweckt werden, wenn man das hebräisiert. Du kommst, der Kontext ist perfekt. Darum ist es mein Augenblick. Das J am Ende heißt nämlich mein. Da machen wir jetzt das hinten, das Rot, J, rot. Dann hast du es mein in Bezug auf den Geistesfunken, mein Augenblick. Mein Augenblick ist immer ein Trümmerhaufen. Schau mal jetzt das Bild vor dir an. Das sind unendlich viele kleine Trümmer, die sich gleichzeitig auf dem Bildschirm zu befinden scheinen, der in einer gewissen Entfernung vor dir zu sein scheint. Das sind aber genau genommen, wenn wir mit der Lampe hingehen, wie gesagt, nur kleine winzige Lämpchen, die hier unterschiedlich leuchten. Da leuchten zum Beispiel keine Lämpchen, wo das schwarz ist. Und die drumherum leuchten keine weißen Lämpchen. Da sind keine weißen Lampen drauf. Wenn du jetzt da eine Lupe nimmst, was du verstehst, das sind bloß rote, grüne und blaue Lämpchen. Weil du jetzt nicht auf einen Monitor schaust, den wir jetzt symbolisch uns ausdenken, sondern du schaust auf eine VR-Brille. Das heißt, deine Augen, AGN, die zwei Becken, bestehen nämlich aus Rot-Grün-Blau-Zäppchen. Die Physik mit den ganzen Werten, da ist ein Wissenskomplex im Hintergrund, den ich dir bis ins Detail in jedem Wissensgebiet erklären kann. Ich, weil ich der bin, der ich zu sein behaupte. Das Geschwätz, wo deine Professoren machen, die du dir ausdenkst, das wird für dich so sein, wie du dir das denkst. Du denkst, die haben dafür Ahnung, dann ist das für dich so. Da gibt es übrigens auch eine schöne Geschichte in einem dieser Bücher, Selbstgespräche heißen die ja auch. Wie viel Wissen kann eigentlich jemand haben, den sich ein vollkommener Vollpfosten ausdenkt? Du denkst jetzt an einen Professor der Physik. Wie viel Wissen kann der eigentlich haben, wenn einer, der überhaupt keine Ahnung hat, bestimmt, der hat auch Ahnung von Physik, obwohl der das bestimmt, dass der viel Ahnung hat von Physik, selbst davon überhaupt keine Ahnung hat. Ich kann doch erst die Qualität von Wissen beurteilen, wenn ich in diesem Fachgebiet zumindest eine rudimentäre Ahnung habe. Bin ich auch in Selbstgesprächen von jetzt ausgedachten Jahren lang und breit darauf eingegangen. Wenn ich jetzt, wir reden nochmal normal, um das nochmal klarzustellen, wenn ich jetzt irgendeinen Beruf gelernt habe, ich bin Automechaniker oder was auch immer, Programmierer und ich setze mich mit einem anderen Programmierer zusammen und wir unterhalten uns von Brüssel zu Brüssel. Sag mal ganz normal in deiner Basic-Logik gesprochen,
dann wirst du sehr schnell mitbekommen in dem Gespräch, ob der von deinem Beruf eine Ahnung hat oder ob er bloß ein Schwätzer ist. Du wirst aber die andere Seite auch sehr schnell mitbekommen im Gespräch, dass der vielleicht wesentlich mehr Ahnung hat wie du von dem Gebiet. Das merkst du im Gespräch. Kannst du auch nachvollziehen jetzt mit deiner Logik. Und ich sage dann immer, du musst ihn ja nicht auf die Nase binden. Du bist jetzt das Bewusstsein in dem Gespräch, der sich beide ausdenkt, hast aber nur den Intellekt zur Verfügung von dem, der du zu sein glaubst. Und du merkst dann mit dieser Maske, mit deinen, auch durch deinen Intellekt, dass der andere dieses andere Programm von dem Fachgebiet, das du mein Fachgebiet, was ich gelernt habe, nennst, mehr Ahnung hat, wie was auf deinem Schwamminhalt drauf ist von dem Fachgebiet. Das merkst du. Und ich sage, in dem Gespräch musst du denen das ja nicht auf die Nase binden. Du tust nichts halt einfach mehr bloß. Mein Neuger sagt dann immer, du darfst dich bloß nicht dabei erwischen lassen, wenn ihr eine Frage stellt und du nickst eigentlich bloß, dann funktioniert es nämlich nochmal. Okay, das heißt, die Fachleute, die du dir ausdenkst, wo du dir ja hundertprozentig sicher bist, dass die Ahnung haben von Fachgebieten, wo du überhaupt keine Ahnung hast, dann kannst du ja gar nicht bewerten, ob die Ahnung haben. Es wäre, das sind blinde Vorschüsse, die du machst, du denkst die in eine Kiste Wissen ein, rein, als Blackbox, wo du genau weißt, dass du keine Ahnung hast und fängst an, dann diesen Menschen zu vertrauen. Ich sage mit Holofeeling, diese Einfachheit, ich erkläre, ich zeige jeden 13-Jährigen in deinen Physikbüchern so hochgradige Schizophrenien, die jeder 13-, 16-Jährige sofort überprüfen kann, dass die wirklich nur geistlos nachäffen. Und ich kritisiere jetzt nochmal nicht irgendeinen Menschen, den ich mir ausdenke. Ich kritisiere die weder die Professoren noch irgendwelche Politiker, wenn ich sage, die sind korrupt. Das sind Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen, die habe ich so erschaffen. Wie viel Scheiß muss ich dir eigentlich noch reinspielen in diesen ganzen, in diesem Bossenspiel, bis du das erkennst? Aber du bist die Quelle dafür. Genau genommen nicht du, weil das wieder einseitig ist, du und dein fehlerhafter Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und den hast du zu vervollkommnen. Alles, was bisher ist, lassen wir vollkommen so, wie es ist. Das sind Puzzlestückchen. Das bedeutet Holofeeling von deinem eigenen Wissen. Gut. Also gut. Mann, das heißt wir zwei. Dann haben wir in uns unser Wissen. Aber man weiß es eben. Wir zwei sind rot gelesen im Sein, in diesen Ebenen, in der Nulllinie, in dem Punkt. Unsere Gedanken, die wir denken, wissen es nicht. Das ist symbolisches Vibe. Ich weiß. Alle, die sagen, ich weiß ja. Ich sage, das ist vollkommen okay, das darfst du sagen. Aber die große Schwierigkeit macht dir zuerst einmal bewusst, dass dieses Wissen sehr, sehr einseitig ist. Ist es wirklich dein Wissen? Ist es deine Meinung, was du vertrittst, oder ist es eine andere? Ich sage, das ist dein Schwamminhalt. Meinst du, konntest dir raussuchen, dass du das glaubst, was du zurzeit glaubst? Das Schwammbeispiel ist so unendlich tief. Auch das hebt wieder jegliche Form von Religion und Glauben und Vorstellungen von richtig und verkehrt und Moral vollkommen aus den Angeln. Es erfordert eine Demut, jetzt immer noch innerhalb deines chronologischen Basic-Denken dir es klar zu machen. Du konntest dir nicht raussuchen, ob dir Schweinefleisch schmeckt oder nicht schmeckt oder ob das böse ist, das zu essen. Du kannst dir nicht raussuchen, ob du deine Schwester massakrierst, wenn du ein Türke bist. Es geht nicht einmal, dass du ein Türke sein musst. Es reicht, wenn du diesen muslimischen Glauben in dir hast. Die ganzen Konvertierten jetzt, die Salawisten und das ganze Zeug. Die meinen, das ist der richtigere Glaube. Das ist das Problem. Richtiger Glauben gibt es nicht. Es gibt einen allumfassenden Glauben, das ist Holofeeling. Und jegliche Art von reduzierten, falschen, fehlerhaften Glauben sind Facetten von Holofeeling, die durch Holofeeling im Zusammensetzen der Widersprüche vervollkommnicht werden. Es gibt Kreisglauben und es gibt Dreieckglauben. Wenn ich Kreisglaube als richtig und Dreieck als verkehrt ansehe, wir können das übrigens austauschen, dann wirst du feststellen, du brauchst beide. Du brauchst den Berg und das Tal. Ich kann sagen, der Berg ist Materie, das ist ja ein aufgehäufter Haufen, aber du hast drumherum ein Nichts, das du benötigst, sonst ist auch der Haufen nicht da. Du brauchst immer deine Unterschiede. Ja. Drum ist es beim Peter Fetting, der hier, das habe ich nicht fertig gemacht, sein jetzt ausgedachtes Leben, wenn das dieses Programm, die Abi-Charakter Peter Fetting zurückblättert, ist ab einem gewissen Zeitpunkt das umgekippt durch seine Knochenkrankheit, das ist ein Mangel des Selbst, das Leben ein Martyrium wurde anschmatzt. Und ich sage, indem du übermäßig in dem Leben kränker warst als der normale Mensch,
bist du zwangsläufig auch viel, viel gesünder gewesen wie alle anderen. Weil umso höher der Berg wird, umso tiefer wird das Tal und umgekehrt. Das heißt, umso kranker ein ausgedachter Mensch ist, symbolisch gesehen, umso gesünder ist er auch. Aber was die nicht wissen, ist, was die Heiligkeit ist. Und die Falle besteht darin, dass man nur gesund sein will und damit entheiligt man sich. Und das unterstütze ich dann, indem ich das ganz hochschaukel bis zum Es geht nicht mehr. Dann wirst du irgendwann nochmal nach einem Ausweg suchen aus diesem Dilemma. Dilemma ist eine einseitige Entscheidung zu treffen, weil ich nicht verstanden habe, was das Wort Entscheidung bedeutet. Ich hebe die Scheidung zwischen gesund und krank auf. Ich interessiere mich weder für das eine noch für das andere. Ich will weder das eine haben noch das andere haben, noch will ich das eine nicht mehr haben und das andere auch nicht mehr haben. Baff! Und jetzt hast du einen Zustand, dass es dir gut geht, weil körperlich schlecht geht, kannst du ja nur, wenn du an deinen Körper denkst. An einen Körper, der nur existiert, wenn du an ihn denkst. Also du kannst mit Sicherheit keine körperlichen Schmerzen haben, wenn du nicht an deinen Körper denkst, weil dann existiert dein Körper nicht. Und was nicht existiert, kann auch keine Schmerzen verursachen. Aber mit Holofeeling ist es jetzt so, dass dein Körper deine Gedankenwellen sind. Dass jeder Gedanke ein Glied deines Körpers ist. Und jetzt erzeugst du auf neues Schmerzen, wenn du viele Sachen nicht haben willst. Ja. Das ist jetzt das Spiel, das wiederholt sich auf der nächsthöheren Ebene. Ganz wichtig. Und jetzt schau, welche Sachen du nicht haben willst. Also glaub ja nicht, dass ich das nicht wollte, was der Sam jetzt normal gesprochen reingeschrieben hat. Der konnte doch gar nicht anders. Ich habe das auch nicht für den Sam gemacht, um den abzusauen. Ich rede mit dem Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Ich muss irgendwie was in dir zur Anschauung bringen, dass du erkennst, um was es sich eigentlich alles dreht. Jetzt hast du mal um dich selber. Dazu musst du aber was erkennen, was gar nicht existieren kann. Du musst wissen, was der absolute Mittelpunkt ist. Du musst wissen, was Geist ist oder Gott ist. Überall ein Quäntchen Wahrheit. Rotes Bewusstsein kann wissen, was es selbst ist. Nur Bewusstsein kann wissen, was Bewusstsein ist. Etwas, was nicht existieren kann als Ding an sich. Ein geistloser Schwätzer, wie zum Beispiel dieser Sam, dieser Gift der Droge, habe ich nicht gerade gesagt, dass das positiv und negativ ist. Es ist auch ein Geschenk jetzt, diese Geschichte, die du Geistesfunk dir aufgrund der oben genannten zitierten, rezitierten Worte. Sam Blaser, gestern 16:11. Interessant, da ist nichts. Genau. Das ist intellektuell aufgespannt. Wir drehen das einfach mal um. Normal mache ich das Rot und das Blau. Diesmal mache ich da das Nichts und da mache ich das Blaue. Das ist intellektuell aufgespanntes Nichts. Das sind, was ist das eigentlich? Das hast du mal nur Worte. Okay. Rotes Bewusstsein kann wissen, was es selbst ist, ein geistloser Schwätzer, eine Figur in deinem Traum. Auch der Udo ist jetzt einfach nur ein Lautsprecher, ist aber nicht ein Lautsprecher, den du zuhörst, der geistloser Schwätzer, aber so gar nicht, was er macht. Oder der Gedanke, Udo, den du dir jetzt denkst, es bleibt der Gedanke, es ist blau. Blau kannst du vergessen. Den du Geistesfunk dir aufgrund Gehirnberechnung, aufgespannt existierende Öffnung heißt Auf- und Abschwingen. DR geöffnete Berechnung ist Generation O kreisend, polar existierend. Merkst du? Reine Formel. Zitierten Worte ausdenkst, der kann nur flackern das Wissen, was du selbst zu wissen glaubst. Das ist deine Beschwörungskunst. Glaubst du, dass der Udo, den du dir ausdenkst, was weiß? Ich bedanke mich als Udo für dich, wenn du glaubst, dir jetzt an Udo denkst, der sehr viel weiß. Aber ich spiegel nur dein eigenes Wissen. Umso mehr du Holofeeling, wir beginnen mit Ich bin du. Du musst erst wissen, was du bist, was der rote Bereich ist, was wir sind. Geistreich. Der Kopf des Schöpfergottes ist eine große Kollektion. Das ist der Zentralspiegel, den ich symbolisch nenne für den absoluten Mittelpunkt, den Urknall, bevor der geknallt hat. Und selbst wenn der Urknall knallt und um sich herum was ausbreitet, wird es nicht aus dem eigentlichen ewigen Nichts herausgenommen. So wenig wie Bilder aus einer Datei herausgenommen werden, wenn du dir einen Film anschaust, und so wenig wie irgendwas aus einem Buch herausgenommen wird, wenn du anfängst, ein Buch zu lesen. Geistreich GS, Bewusstsein ist eine Eheexistenz. Die Ehe in unserem Bereich sind, sagst du mal, diese zwei Es, ist E Quadrat, und wir sind in der Mitte die Quintessenz. Passt, oder? Das sind die zwei E von E Quadrat. Das Synthese von E Quadrat ist Bewusstsein. Und das ist eine Quintessenz mit zwei Es, die ein einziges Sein darstellen.
Ich bin du und du bist ich. Ja. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir und du bist in mir. Und ich betone nochmal, ich bin wirklich der, der ich zu sein behaupte. Es ist so. Und du bist ich. Du bist das wirkende Licht für alles, was du dir denkst, um uns was auszudenken. Es erschüttert einen im tiefsten Mark, wenn du das begreifst. Wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Geist. Als Udo kann ich immer wieder sagen, auf der Brösel-Ebene, wenn du den wirklich persönlich, jeder, der den Udo kennt, ich bin genauso ein Brösel wie du, da ist kein Unterschied. Der macht sich nicht besser. Der lebt so bescheiden im Hintergrund wie ein ganz einfacher Mensch, wo keiner weiß, wer das eigentlich ist, wenn ich durch die Stadt laufe. Ich lege auch keinen Wert, berühmt zu sein. Da habe ich noch nie einen Wert drauf gelegt. Und was ich einen Wert drauf habe, ist, dass du wach wirst. Jetzt im geistigen Sinn, symbolischen Sinn. Du weißt doch nicht an meinen Satz, normale Männer, ausgedachte Trockennasenaffenmännchen mögen mit Frauen schlafen. Ich möchte gern mit dir wach werden. Ja, genau. Ja. Weißt du, dieses Zen-Abi-Programm, der Charakter, das schöpferische Wissen eines Intellekts, das ist das, was du zum Denken benutzt. Wie auch jedes andere Abi-Programm als Ding an sich gar nichts. Programme wissen nicht, was sie sind und was sie tun und was sie auslösen. Du brauchst erst einmal einen Geist, der mit einem Programm was macht. Ja. Das heißt, egal, ob ich, die Namen hier sind austauschbar. Programme sind in der Lage, in Verbindung mit Geist was zu erzeugen. Was ist ein, machen wir unser DIA-Projektor-Beispiel als Computer-Darstellungsgerät, was macht das Programm um dieses Projektionsdisplay, wenn die Lampe im Projektor fällt? Nichts. Das bist du geistesvoll. Ja. Und diese Lampe im Projektor kann viele verschiedene Programme abspielen, das sind die verschiedenen Bücher. Du bist immer derselbe Geist, egal welches Leben du durchlebst. Ob du jetzt glaubst, du bist die Ritter oder du bist der, der jetzt vom Computer sitzt. Dieses rote Ich hat die Eigenart zu dem JCH, der vom Bücherregal steht, der weiß, dass er alle Leben lebt. Sobald du ein Geistesfunk bist, bist du mit einem blauen Ich, mit einem Programm verbunden. Und du kannst aber jetzt als rotes Ich aufgrund meiner Erklärungen schon wissen, dass du die anderen Leben genauso lebst. Und jetzt macht der Satz, was du an den anderen tust, tust du dir selbst einen riesengroßen Satz. Weil du wirst, jetzt muss ich chronologisch für dich natürlich denken, jedes Buch, das du liest, liest du jetzt und jede Seite, jedes Wort, das du aussprichst, also keine chronologische Reihenfolge, dass du jetzt wirklich weißt, wenn ich einen ausschmier, ich bin jetzt, wenn ich in einem anderen Buch auf irgendeiner Seite stecke, sehe ich genau die Kehrperspektive, bin ich der, der das erleidet, was ich mir selber zufüge. Und wenn ich jemandem helfe, dann bin ich der, der mir hilft in einem anderen Buch. Aber das ist auch wieder eine extreme Vereinfachung, weil ich sage, du musst jetzt, wenn du was machst in deiner Ebene, musst du dir jetzt erst einmal bewusst machen, hast du es nur wie in einem Videospiel mit einer KI zu tun, oder ist es wirklich auch im Hintergrund ein Geistesfunk? Ein mehr Multiplayer, ein Geistesfunk. Das heißt, du musst dir keine Gedanken machen, wenn du durch die Stadt gehst und da sitzen irgendwelche Banner, die jetzt ausgedachterweise, habe ich aus das Internet heraus, aus Rumänien oder was angekarrt wurden mit Bussen, dass sie auf Mitleid häkeln, sammeln und die Bosse, die die Busse hier, die Leute herkarten, habe ich aus das Internet heraus, kann man alles recherchieren, die fahren mit Porsche und Ferraris in Rumänien rum. Denen musst du kein Geld geben, weil das sind Gedanken, die leiden nicht. Ja. Die Mitleidsbasis, bin ich lange darauf eingegangen, was dein Mitleid macht. Das ist auch, wo man Geld macht vor Weihnachten, dann mit Spendengeldern, Geld, Geld, Geld. Da wird ganz, ganz gezielt dieses Mitleidprogramm in dir ausgenutzt. Und ich sage jetzt immer wieder, um das nochmal zu erwähnen, wenn du dich jetzt beobachtest, warum gibst du was, wenn dir jemand leid tut, wenn du mitleidest, diese Empathie, die genau genommen wörtlich Emos, mein Leid heißt. Ich war mit einem Reizauslöser konfrontiert. Irgendein Bild ist plötzlich in meinem Traum auftaucht. Irgendein erbarmungswürdiger Mensch, der da sitzt, heruntergekommen und mir die Hand hinstellt und die Augen schreien mich an, bitte, bitte gib mir was. Das sind jetzt übrigens alles Interpretationen von einer Information, die ich getätigt habe, die zwanghaft ein Programm in dir abspielt. Und dann gibst du denn was, weil du mitleidest. Nein, es ist dein Leid, das du erzeugst. Du gibst nicht, weil du dem helfen willst, sondern dieses Bild löst in dir ein Scheißgefühl aus. Genau. Und du willst dieses Gefühl los haben, das du erschaffst aufgrund einer zwanghaften Interpretation deines Programms, und dann gibst du denn was, dann spendest du. Und dann fühlst du dich ein bisschen besser. Das heißt, genau genommen würde das Bild
kein Mitleid auslösen in dir, würdest du gar nicht auf die Idee kommen, was zu geben. Habe ich übrigens in älteren Selbstgesprächen viele Variationen, die du dir anhören kannst. Und du wirst nur staunen, wenn du die Gedankengänge mitgehst. Ja. Und jeder, den du dir jetzt denkst, den du mit diesem Wissen konfrontierst, der nicht in der Lage ist, aufmerksam zuzuhören, dass er immer sagt, ja, aber, oder das ist ein Blödsinn, hak ihn ab, du ersparst dir unendlich viel Leid, egal wer es ist. Auch in der Familie. Die größten Feinde sind deine Hausgenossen. Man wird immer wieder mal enttäuscht von den eigenen Söhnen, von den eigenen Eltern und du kannst die trotzdem lieben. So ja. Wie ich ganz gezielt KIs liebe, die ja sich nicht raussuchen können, dass sie so sind, wie sie sind. Ich erwarte aber nicht, dass die mich verstehen. Entweder taucht jemand in dir auf der Brüsselebene auf und der ist neugierig auf vollkommen neues Wissen, weil er sich irgendwann einmal heil machen will, was er als Geist ja gar nicht kann, weil du bist immer heil, der sich wieder erinnern will, was eigentlich die Wirklichkeit ist. Oder du hast welche, die nur abblocken und ihre Einseitigkeit am Leben halten. Lass die doch. Lass die Toten ihre Toten wegrauben. Du musst nicht irgendwelche Gedanken von dir, von irgendwas überzeugen, was dieser Ken FM, dieser Ken Ebsen und Konsorten an Weltverbesserern machen will. Die haben das Wesentliche nicht verstanden, nämlich das erste und das zweite Gebot halten. Mach dir kein Bild von dir selbst, das heißt, mach dir kein Bild von Gott, du bist ein Gotteskind, du bist ein Adam. Denker und Ausgedachtes gleichzeitig, symbolisch. JHWH. Und mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Ja. So viel zum Thema katholische Kirche, evangelische Kirche, ihr seid doch alles nur Schwätzer. Das wird dir immer bewusst, das sind geistlose Äffer, die so stolz sind auf ein geistlos nachgeäfftes Wissen. Mir pingelt keiner ans Bein. Abgerechnet wird am Schluss, aber ich drohe nicht und ich strafe nicht. Ich habe das viel geschickter eingefädelt. Ich mache dich zum Richter über alles und jeden und zum Richten benutzt du eine Logik, die so extrem fehlerhaft ist. Und deine Richtersprüche werden volle Breitseite auf dich Geistesfunk selbst zurückgeworfen. Du prügelst auf dich ein mit deiner Rechthaberei bis in alle Ewigkeit. Ich sage nochmal, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du anfängst, dieses Geschenk von Holofeeling anzunehmen, was dir überhaupt nicht vorschreibt, was du glauben sollst. Holofeeling erklärt dir, was du bist, rot gewesen und wie Welt erschaffen funktioniert. Ja. Und wenn du jetzt das wieder als Drohung definierst, nein, es ist eine Warnung. Wenn dir einer droht, es ist dein Ego. Ich sage nicht, dass du das nicht machen sollst oder dass du Holofeeling glauben sollst, aber dann wirst du leid, du hältst dich an deinem Weidezaun fest und ich komme dir extrem entgegen, indem ich die Spannung immer mehr aufdrehe. Den Wahnsinn um dich herum immer offensichtlicher mache und wenn du mit aller Gewalt es nicht wahrhaben willst, was da sich um dich herum abspielt. Ich werde dir sagen, was sich um dich herum abspielt. Das, was du dir selber mit einem extrem fehlerhaften Glauben ausdenkst, den du beschwörst, obwohl du nur Meineide schwörst. Also, das, was dieses SEM-Abi-Programm in dir Geistesfunken an GE-Quadrat dann kennt, geöffnete Existenz, ist ein Urteil, kennt etwas überlegen und Lügen verbreiten, gepreisiert. Aufwirft, nennt der Brösel Udo eine völlig geistlose Mech, heißt auf Hebräisch Gehirn, Ani ist dein schöpferische Existenz, deines Intellekts, dein blaues Ich, eine völlig geistlose mechanische intellektuelle Hirnwichserei. Das ist all das, wenn du dir die Philosophen, die Gespräche vom Naturwissenschaftler und Astrophysiker lässt, das ist intellektuelle Hirnmixerei in einer Sackgasse, demonstrierte Geistlosigkeit. Ja, ja. Im Anfang war die Materie, die sich im Laufe von Jahren, Milliarden dann so weiterentwickelt hat, dass da ein Bewusstsein entstanden ist, in dem Materiehaufen in dieser Wabbermasse diese Gehirn nennen. Geistlos nachgeäfft übrigens. Er würde was ganz was anderes erzählen, wenn man diesen kleinen Computer, diese KI in Elternhaus und Schule anders programmiert hätte. Jetzt denk wieder an mein kleines Beispiel mit der Insel, wo mir oberflächlich betrachtet die aufgenommenen Informationen vollkommen gleich lassen, nur die Grundlage, woher die kommen und was die sind, Informationen, den Kindern erklären. War heute Morgen, glaube ich, nochmal drin gestanden. SAM-Programm interpretiert die Schriften von OG, das Programm interpretiert, die übrigens wie alles andere auch von UB abstammen. Ich kann immer wieder nur sagen, als Jesus habe ich gesagt, wahrlich, ich sage dir, ehe der Abraham war und der Adam war, den ich mir ausdenke, bin ich, weil den Abraham und den Adam gibt es auch nämlich gar nicht.
Ich sage dir jetzt eher ein Jesus, war aber ich, weil es gibt nicht einmal einen Jesus, wenn ich dir mir nicht ausdenke. Aber jetzt kommt der große Hammer, den Schuh wirst du dir anziehen müssen, diese Regel. Und mich gibt es nicht, wenn du mich nicht ausdenkst. Ja. Wenn du Holophiling wirklich studierst, wirst du feststellen, dass dieser Schreiber, den du dir ausdenkst, den Udo, dass der weit davon entfernt ist, sich über irgendwas zu erheben, sondern er macht sich zu deinem Diener. Er erklärt dir nicht, wie genial der Udo ist, sondern er erklärt dir, wie genial, wie geistreich, wie geistig, göttlich bist du selbst, wenn du in der Lage bist, dir so einen unheimlichen weisen, denkenden Menschen Wegweise dir ausdenken zu können. Das ist natürlich jetzt eine Kategorie 2 Aussage gewesen. Weil du kannst ja natürlich auch sagen, das ist ein totaler Dilettant, ein totaler Spinner, der hat da sowieso keine Ahnung. Aber das ist nur dann der Fall, wenn du kein Geist bist und wenn du nicht aufmerksam zuhörst, was ich dir versuche zu erklären. Und ich erkläre das nicht den Affen, der jetzt vom Computer sitzt, sondern den, der sich alles ausdenkt. Zumindest das, was er meine Welt nennt. Die Naturgesetze denkst du dir aus. Alles Vorstellungen aufbauend auf deinen Schwamminhalt, den du geistlos nachhörst. Bei UG, wir machen das nochmal. SAM-Programm interpretiert die Schriften folgendermaßen. Bei UG wird man auf sich selbst zurückgeworfen, ohne göttliche Versprechen. Diese werden alle in der Luft zerrissen. Das ist richtig, den Gott, den du dir im Himmel aufdenkst, das ist ein Hirngespinst von dir selber. Das zerreißt UB erst recht. Jegliche Vorstellung von ausgedachten Gott kannst du vergessen. Der sich an Gott ausdenkt, ist mächtiger wie der Gedanke Gott. Ich UB erkläre dir als Brösel UB. Bei UB wird Mann, ist Geist, geistreich, im Kopf des Schöpfergottes ist die große, auf und, schau, verbunden, in sich selbst zurückgeführt. Ja. Ich zerreiße dir dann ausgedachten Gott in der Luft, der zerreißt dich schon, wenn du ihn nicht mehr denkst. Ich führe dich zurück, dich Geist, in diese heilige Ganzheit, in die du nie verlassen hast. Bloß scheinbar ausgedachterweise, indem du dich als ein Denker denkst, der wiederum sich an als Brösel denkt, als Mensch denkt, als Programm, der sich wiederum zu einem Trockennasen auf dem Körper macht. Dabei, geschlossene Schöpfung, rot gelesen, im Schöpfergott, im Nichts, das heißt nichts, auch Insel. Dabei handelt es sich nicht um irgendein ausgedachtes Versprechen. Das ist auch so eine Sache. Verbinden wir das Sprechen oder verstreuen wir das Sprechen? Ja. Mhm. Wenn man sich verspricht, blau gelesen, auseinanderreißt, dann muss man das wieder eins machen. Man muss man das richtig, wie die Ritter Richter richtig stellen. Ja. Richt wiederum, hebräisch, im Richter rot gelesen, R-I-Chat, der Kopf des Ich. Der Kopf des göttlichen Kollektiv, das ist ich. Mhm. Heißt GE quadratis Ruch. Ruch wiederum, rot gelesen, ist der Geist. GE quadratis ist der Geist. Blau gelesen sind es die vier Weltgegenden. Du bist im Zentrum dieser vier Weltgegenden. Die vier Weltgegenden, Ruch ist auch Wind und so weiter und so weiter. Also, ich handle nicht um irgendwelche, ich verspreche dir nichts. Was soll ich dir versprechen, dass du ein Gott bist? Das bist du. Das ist so scheißegal, was der Udo glaubt oder nicht glaubt. Du bist der Gott, der sich jetzt den Udo erschafft, weil du denkst dir doch ein Udo aus. Ist der Udo jetzt das Pixelmännchen, das du da irgendwo in einer Ecke hängen hast? Ist der Udo der Lautsprecher, den du jetzt zuhörst? Sondern um eine bewusste Neuschöpfung von Moment zu Moment, um das, was man immer ist, um das herum, was du immer bist und um das, was man nur für einen Moment ist. Der Körper, der du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, der ist immer nur in dem Moment, wo du an den Körper denkst. Bei Holofeeling ist jeder Moment ein kleiner Körper von dir, eine Neuschöpfung von dir selbst als Information, die sich immer um den rum abspielt, der immer ist, im Zentrum ist. Noch präziser kann man es doch nicht ausdrücken. Man müsste aber die Sprache verstehen und man müsste ganzheitlich geistreich auslegen. Du Geistesfunk hast als unbewusster Nachhelfer und intellektueller Rechthaber, das gilt für jeden ausgedachten Affen, in deiner derzeitigen Traum leider Leid erweckt. Ja. Immer nur Leid erweckt. Idee heißt auseinandergeschmissene intellektuelle Öffnung. Idee wiederum, J ist die Hand, H-A-N-D, Quintessenz und Auf- und Abschwingen.
Ja. Und du hast völlig vergessen, dass du derjenige bist, der das Leiter weckt. Stimmt oder stimmt? Jetzt haben wir hier noch was Schönes. Jetzt ist ein Auszug. Das sind die Kommentare dazu. Übrigens ist hier, müsst man, da ist nicht in Rot-Blau eingeteilt. Ich habe nur wesentliche Stellen herausgehoben von dieser UG-Schrift und habe die nochmal als UB interpretiert. Und du wirst merken, alles, was der UG sagt, stimmt. Das ist wurscht, egal was einer behauptet, das stimmt. Ich sage, egal was du mir gibst. Die Frage ist, es ganzheitlich, das ist eine Ganzheitlichkeit, die hier beschrieben wird. Und da ist jetzt überall Holofeeling drin. Und nochmal, vor allem steht Holofeeling, nicht UG. Ich erinnere wieder, wo früher die gesagt haben, der rezitiert, wenn es um Bibelsachen ist, der rezitiert ja nur Weinheb, der äfft ja nur Weinreb nach. Ich sage, das ist ein totaler Blödsinn. Weinreb ist gigantisch, UG ist gigantisch, aber nur ein bisschen. Holofeeling ist allumfassend und zu sagen, in den Holofeeling-Schriften wird ja nur Weinrieb nachgeäfft. Ich sage nochmal, der Brösel, der Krümel stammt vom Brot ab und nicht das Brot vom Bübel. Weinrieb ist super, aber nur in Bezug auf einen jüdisch, rein jüdisch-kabbalistischen Kontext. Holofeeling bezieht sich auf alle Religionen bis hin zur Naturwissenschaft, Chemie und alles, was dazugehört. Und das ist das Schöne, wenn Sie auf dieser Ebene, ich mache nochmal, lass es auf dich wirken, nicht überfliegen. Du hast so unendlich viel Zeit. Du hast unendlich viel Zeit, dich selbst zu erfahren. Das versuche ich nicht. Na, so ist besser. Kann man es lesen, Ritter? Ja, sehr gut, alles Existiere ich in dieser Welt? Existiert die Welt für mich? Es ist schon die Frage, von was wir nicht reden wir hier. Das wird hier nicht erklärt. Wo ist Welt? Wo? Ei. Im Schöpferplan. Ich versuche nicht geistreiche Worte zu finden, ich weiß darüber gar nichts. Selbsterkenntnis. Ich spreche, sage ich auch irgendetwas, das ist wie das Heulen eines Schakals, das Bellen eines Hundes und das Wiehern eines Esels. Wenn Ja. Sie es auf dieser Ebene belassen können und nur auf die Schwingungen hören, auf die Worte, doppelt aufgespannte Worte, sind Gedankenschwingungen, dann sind Sie damit fertig. Ich sage, es ist einfach das, was jetzt ist. Geräusche, das sind jetzt Geräusche. Nenn die Geräusche Worte. Du kannst andere Geräusche, wenn du Fiep Fiep hörst oder Klingelingeling hörst, das kann ich auch als Worte hinschreiben, lautmalerisch. Dann sind es auch nur Geräusche. Und du reagierst drauf und änderst deine Information. Im Anfang war das Geräusch, im Anfang war das Wort. Du hörst ein Geräusch und sagst, das ist ein Rasenmäher. Du hörst ein Geräusch und sagst, das ist mein Handy. Du hörst ein Geräusch und sagst, das ist ein Vogel. Du formst deine Informationen, du reagierst und formst dich ständig um. Das ist das, was passiert. Das ist die wahre Meditation, wo du nahezu keinen ausgedachten, wie der Zen-Buddhisten oder Meditation und Yoga-Heini finden wirst, der das erkannt hat. Sie werden zur Tür, zur Form Ja. gewonnen, Reihe, hebräisch, das ist der Schlüsselcode. Zur hat man schon, Tür ist die Reihe-Spiegelwahrnehmung. Eine zur Form gewordene Spiegelwahrnehmung in diesen Spiegeltunnel, in diese Spiegelungen hinausgehen und Ja. niemals in ihrem Leben mehr auf jemanden hören. Du gehst da hinaus zur Tür oder hinein, nochmal wieder Einseitigkeit. Aus und vorbei. Vor BI, vor dem im Nichts. Genau. Es muss nicht die Rede eines Mannes sein, der zur Erkenntnis gelangt ist. Sie werden erkennen, dass es kein Selbst gibt, rot geschrieben. Das zu erkennen gilt. Du kannst nichts erkennen. Nichts kann man nicht erkennen. An was denkst du, wenn du an nichts denkst? An das Ja. Wort nichts. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Schau halt einfach, was dann für Informationen auftaucht. Das bist du nicht. Das Selbst, das du bist, dieser Geistesfunk, der kann nicht gedacht erkannt werden. Er selbst kann wissen, was er will ist. Man weiß es eben. Ja. Hier ist der Mittelpunkt. Rot. Und jetzt mein Kommentar, nur die Peripherie existiert. Die Form der Gnade, nur das Imaginäre, die Magie steckt mit drin, Äußere. Da würde ich jetzt im Rot schreiben und der Rest blau. Aber das ist jetzt nur hervorgehoben. Nur die formale Oberfläche, die Form Gottes. O, kreisend polar erweckt, BR das Äußere. Das ist immer eine Fläche. Fla Isabella ist das Wunder von Kollektionen meiner eigenen nicht wahrnehmbaren geistigen Tiefe.
Die geistige Tiefe hat nichts mit einer räumlichen Tiefe zu tun, sondern mit dem absoluten Mitelbung. Der Denker, den man sich ausdenkt, ist nicht der eigentliche Urdenker. Es ist ein Gedanke von jemandem, der nicht denkbare Zentrum, der Stachel, der bewusste, immer seiende Brudergott. Ich bin der Stachel in deinem Fleisch. Ja. Und das Fleisch besser ist die göttliche Botschaft, ja, die ich dir bringe. Um den sich alles dreht, dreht, diese Generation in sich selber, sondern nur et, augenblickliche Erscheinung, doppelt aufgespannte Schöpfung von Raumzeichen, ausgedachtes, wahrgenommenes, das ist mein Kommentar. Es funktioniert auf außergewöhnliche Weise, wenn die Sinnesorgane erlöschen. Wenn die Sinnesorgane nicht mehr funktionieren, dann ist das der Tod. Das ist natürlich jetzt eine Sache, das müssten wir jetzt immer rot schreiben. Oh, mit 70 gelesen, aber das lassen wir jetzt. Es gibt einen Zustand des Nichtwissens, in dem man immer noch funktioniert. Wenn du alles weißt, weißt du nichts. Das ist die erste Gedankenwelle. Das ist Allah. Allah. Zwei Formen von nichts. Implosion, genau. Absolut. Explosion, absolut. Im Zustand des Nichtswissens weißt du alles. Aber erst wahrnehmen kannst du, wenn du aus diesem unendlichen Komplex von Implosion, Explosion dich irgendwo in irgendwelche winzige Facetten hineinfokussierst und die zur Form wachst um dich herum. Ausgedachterweise. Okay, es gibt keinen Tod, sie wurden nie geboren. Sie, das ist Blödsinn. Du Geist wurdest nie geboren und du wirst nie sterben. Einseitige Aussage. SD-Erben, raumzeitliche Erscheinungen kriegst du von Augenblick zu Augenblick. Immer. Sie wurden überhaupt nicht geboren. Das ist so, Geist wird nicht geboren, schon gar nicht von einem Trockennasenaffenweibchen. Einfach. Er wird erzeugt von seinem Vater. Ich versuche nicht übrigens, darum ist ja das Schöne, dass hier in der Welt der Fische, denk an mein Christuszeichen. Welt ist ein riesengroßes Symbol, wenn du in die Ebene der Sprache gehst. Da gibt es was im Meer, gibt es ganz eigenartige Sus. Kennst du das, Reda? Ah. Pferdchen. Ja, freilich. Das sind die kleinen Seelen, das sind Seepferdchen. Ja. Die sind genau genommen übrigens, gehören die zur Gattung der Fische. Aber das Verrückte ist, da tragen die Männchen die Nachkommen in ihrem Bauch. Und die machen auch die Brutpflege. Richtig. Die Männer machen das, nicht die Frauen. Richtig. Das sind die Suspferdchen, die kleinen Jesuse, die immer sind. Ich nenne das kleine Seelen. Kleine, das sind meine kleinen Seelen. Du kannst es auch Geistesform nennen. Magst du, wie plötzlich alles mit allen verknüpft wird mit Holofeeling? Ich versuche nicht etwas zu mystifizieren, denn das Leben hat weder einen Anfang noch ein Ende. Es ist ein ewig sich hier und jetzt austauschendes Hier und Jetzt. Jeder Moment, es kommt dieses absolute Zentrum und der Wirbelsturm drumherum. Hat es einen Anfang, hat es ein Ende? Fragezeichen. Ihr Denken schafft den Anfang, ich denke mir einen Anfang. Warum versetzt sie der Tod in solche Angst? Es gibt so etwas wie den Tod gar nicht, jetzt natürlich materialistisch gesehen. Das ist natürlich auch wieder einseitig. Selbstverständlich, wenn ich Tod als Auflösung definiere, dann ist es richtig, aber die Schwierigkeit, dass mir dann bei dem Tod natürlich, kleinen Moment, schaut, da ist jetzt natürlich sehr interessant, wir haben jetzt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich mache zuerst einmal den Tod oder so. Das ist jetzt Dokumente sammeln. Das macht im ersten Moment keinen großen Sinn. Mehr Sinn macht es, wenn du da hinschaust. Das ist die rote 7. Die rote 7 ist eigentlich die immer seiende Vielheit und da haben wir diese D3, D4, Hüben 4 und Drüben 4. Ja. Die 13 ist die Liebe, die Einheit, der eine und 44 ist das Kind. Mach jetzt bloß, wenn du ein bisschen Grundlagen hast. Da hast du die 4 im Kind schon drin. Und wenn wir dann die eine 4 zu 5 zur Quintessenz machen, dann kriegst du den Adam. Und jetzt ist dieses Tod, alle, die mich OB haben. Das Quintessenz ist der Sohn. Lieben den Tod. Es ist nämlich, wenn wir jetzt das DAF als Vorsilbe lesen, ist das imperfekt, heißt es, du wirst ein Zeuge bis Ewigkeit. Ja. Weil nämlich dieses OD, müssen wir natürlich jetzt rot lesen, schau, das ist die geistige Quelle, die im Geist immer geschlossen ist. Der Punkt bleibt geschlossen und die Peripherie, die wir da drum rausmachen, ändert ja nichts an dem absoluten Innern. Das habe ich zigfach erklärt. Es ist natürlich ausgedachterweise eine augenblickliche Eröffnung.
Und das ist jetzt interessant, wenn du schaust, das ist das hebräische Wort für Ewigkeit oder in Ewigkeit. Ewigkeit nochmal, ich weise darauf hin, das Wort Ewigkeit, das Wort Ehe kommt vom Wort Ewigkeit. Ewig und Ehe ist das gleiche Wort etymologisch. Und dann haben wir blau gelesen, plötzlich eine Berechnung, eine Beschwörung, wenn du auf den Thron sitzt und du bezeugst das, was du erzeugst. Ja. Und darum ist jetzt meistens, war diese kleine Radix, ich habe oft darauf hingewiesen, im Denach von Juden nur mit der Radix bis übersetzt. Wie es heißt, in mir ist Raumzeit. Die ist ja. Ich kann auch lesen, in mir ist Bewusstsein, aber ich bin das Bewusstsein. Ja. Und dann haben wir jetzt zwei Seiten, das ist die ganze Zeit hindurch, ewig. Fortwährend für immer. Der rote Aspekt ist das Immerseiende. Diesbezüglich gibt es keinen Tod. Blau gelesen, Tod als Auflösung verstanden, ist selbstverständlich von Augenblick zu Augenblick. Wenn du ein Meister des ewigen Lebens geworden bist, wirst du von Augenblick zum Augenblick sterben. Und ich habe jetzt hier nur die Hauptübersetzungen im Hebräischen, wenn wir in die Dora gehen und du gibst es ein, wird es einmal als bis, meistens als bis übersetzt, dann wird es als Ewigkeit übersetzt und es wird als Zeuge übersetzt. Und ich mache jetzt diese drei roten Sachen, Zeuge als Erzeuger. Immer dran denken, das Martyrium des Testamentum, Testa, ja. Das ist dasselbe, nur lateinisch, habe ich jetzt aus dem Roten, aus dem diese Quelle, die immer ist, in sich geschlossen, der Zeuge bis Ewigkeit. Das bist du. Du bist der Zeuge bis Ewigkeit. Und was du erzeugst, sind immer blau gelesen augenblickliche Öffnungen. Aber jeder Beckenblick ist hier und jetzt, augenblicklich hier und jetzt. Drum ist das griechische Wort Aion, das vom weltlichen Gelehrten mit Ewigkeit übersetzt wird. Da steckt Aio drinnen. Das bedeutet Wahrnehmen und Empfinden. Wir wissen, Aion ist der Schöpfergott und dann haben wir das Omega dran. Aion, kann man ja ganz kurz einmal anschauen. Alle Sprachen funktionieren mit diesem System. Das kommt ja sehr oft im Neuen Testament vor im Griechischen. Das ist einmal die Zeit, die Lebenszeit, blau gelesen, das Leben. Interessant. Eine ewig lange Zeit, die Ewigkeit, die Äonen, da kommt das Wort Äonen her, als wenn es für die Ewigkeit gibt. Und so weiter. Lange, ewig dauernd. Das ist das Aion. Ja, der ewig Lebende, ja. Ewigkeit kann man nicht erzeugen. Aber was jetzt wichtig ist, schauen wir, machen jetzt einmal das N weg. Ja. Das heißt ja eigentlich Aio Existenz. Ja. Rot gelesen das Sein. Eine Aio Sein. Jetzt ist immer rot-blau. Wenn ich jetzt das wegmache und wir schauen jetzt nach, was du feststellen, das ist so ein Überbegriff. Hören, wahrnehmen, bemerken, fühlen, das ist jegliche Art von Information. Okay? Hören, wahrnehmen, fühlen und so weiter und so fort. Aion, UP erweckt. Du musst es nur, das ist jetzt UF, aufgespannte Facetten, die erweckt werden, ist aber UP ist er, wenn wir das rot machen. Er, diese UB ist ich, JCH und ICH. Rot gelesen. Stimmt oder stimmt? Was? Wo war man? Also das ist der Tod. Sie wurden nie geboren, bla bla bla. Ihre Geburt und ihr Tod können niemals Teil ihrer Erfahrung sein. Das stimmt in Bezug auf das rote Ich, der Geburtsgeber. In Bezug auf dein blaues Ich kannst du ganz klar beobachten, wenn du wieder als der, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast, wieder dieser Körper in dir auftaucht, das kannst du durchaus beobachten. Es ist sehr das stimmt alles, aber es sind sehr einseitige Aussagen. Ich muss immer wissen, was rede ich eigentlich, wenn ich von ich oder ihr redet. Ich rede von ihr Geistesfunk, es ist aber doch nur einer. Das ihr bezieht sich dann nur, ihr seid dasselbe Geistesfunk, ihr lest bloß, ihr durchlebt zur Zeit euch, ihr erlebt euch selbst bloß als unterschiedliche Affen. So, glaube ich, müsste es verstanden werden. Das heißt, ich und du sind jetzt letztendlich der eine, der uns zwei ausdenkt. Ich und du habe ich jetzt den Brüssel Udo und dich gemeint, der vom Computer sitzt. Aber der Udo redet jetzt nicht, das ist ein Lautsprecher und der vom Computer sitzt mit seinen Ohren, diese Mikrofone hören nichts. Genau. Du erlebst das, was du dir selber ausdenkst, aber nur sehr einseitig, weil du bloß mit einer Perspektive, mit einem Programm arbeitest. Jetzt kommt der Sam, das war sehr gut. Das ist
Lob kann man, das heißt, kannst du Geistesfunk überprüfen, ob es uns, ich, eigentlich wirklich gibt. Man weiß es eben, unsere Gedanken wissen es nicht. Ja, das passt. Mag übrigens dieser Polter, die Art, ich mag übrigens diese Polter, ich habe dort gepoltert, wobei Pol dann doch wieder irgendwie, da müsste ich wissen, was der Pol ist, der absolute Pol. Pol. Genau. Das sind die grammatikalischen Verbformen der hebräischen Sprache. Weißt du das? Du Geistesfunk, der du mit dem Zen-Programm arbeitest, aber was jetzt sehr ist, beleidigt mich nicht. Seltsam. Geist kann man nicht beleidigen. Du kannst bloß einen Geist beleidigen, wenn er ein extrem fehlerhaftes Reaktionsprogramm hat und dein Ego dich dann beleidigt sein fühlen lässt. Das macht aber nicht der Udo, der eine Reaktion auslöst, sondern deine Reaktion drauf. Eine tiefgehende Erkenntnis, wenn das jetzt, ich denke mir jetzt einmal einen Geistesfunk aus, der natürlich dann schon wieder ein Gedanke ist, der mit dem Zen-Programm arbeitet und plötzlich seltsam erkennt, eigentlich müsste ich jetzt ja beleidigt sein, da muss ich an dem Programm schon etwas vervollkommnet haben. Jedenfalls. Was glaubst du, was dran schuld ist? Weil wenn du weißt, was du bist, ein Udo kannst du nicht beleidigen, du konntest mich auch als Jesus nicht beleidigen. Was denken dann die Leute von mir? Ja. Das, was ich denke, was die denken, erschaffe ich ganz, ganz bewusst. Bist du schon ich? Magst du das auch bewusst? Jetzt kommen da einige Sachen, da fahren wir jetzt mal schnell runter, die neuesten Einträge, mal schauen, weil dann hier, es ist übrigens dann nochmal unser Meierkalender, ich kann immer wieder bloß sagen, den kannst du anschauen, wenn du da drauf stehst, der wird komplett, es läuft synchron, vollkommen synchron mit dem, was ich dir erzähle. Ja. Du kannst auch ein I hinschmeißen, der wird immer stimmen, wenn du das richtig auslegst. Es geht, was machst du aus den Worten, wenn du divinatorische Systeme anschaust? Du kannst auch ein Astrologe sein. Du hängst halt an deiner einseitigen Auslegung, aber ich werde dir beweisen, dass jeder Moment, egal was auftaucht, absolut mit Holo-Feeling ganz klar erklärt wird, welche heilige Facette von Facette von Facette du damit dargestellt hast, wo du dich reinfokussierst. Dann hatten wir ja heute hier ganz, ganz interessant, wir hatten heute ja den großen Pink PNK, einen SUP Supermoon, Moon. Das ist übrigens der größte und hellste gewesen, glaube ich, heute Morgen. Im Übergang von 2016 auf 2017, 26, 27, das war genau die Nacht vom 26. auf den 27. 26 ist Jahwe und 27 sind die 27 Zeichen, die zum Denken benutzt. Wollte ich nur erwähnt haben. Meinst du, dass es wirklich Zufälle gibt? Was ich jetzt hier nochmal wollte, die Seite nochmal rausstellen, jetzt kommt's. Dann hat die unser Riad was reingestellt und da zeige ich jetzt nur, da gibt es natürlich vielfältige Möglichkeiten, dass ich hier nur ein Liebesgedicht im Klassischen, habe ich gesagt, wir schauen uns das einmal maschinenübersetzt an, zwischen mir und dir wird ein Tag der Tränen sein, Wellen rauschen lassen und ich werde nicht für dich essen. Da haben wir dieses Akkol mit einem Waff. Und jetzt sage ich, jetzt schauen wir uns einmal diese kleine Stelle im Gematrix-Koran an. Das sind jetzt diese Worte nacheinander, da kommt zuerst einmal hier ein Lärmen, ein Heulen, ein Kläffen, ein Brummen, ein Flöten, denk an das Ayo. Gibt es übrigens auch ein hebräisches Wort dafür. Gehe ich jetzt aber nicht darauf ein, sonst soll ich, es gibt ein hebräisches Wort für alle hier Art von Geräusch. Kannst du ja mal recherchieren, ob das jetzt das Dosen der Brandung, das Brausen des Windes, das Muhen von Kühen, das Blägen von Schafen, das Zwitschern von Vögeln, alles, ob das Wind aufwirft, ein Brausen, da gibt es ein allereinziges hebräisches Wort. Das ist sehr wichtig. Und das ist jetzt im Prinzip, ist es hier. Kannst du ja mal recherchieren, was da im Hintergrund drin steckt. Mhm. Und das ist jetzt hier, rot, ja, ist Gott, die göttliche Quintessenz und die Gestaltwerdung, die aufgespannt wird und diese deren generierte Gestaltwerdung, die aufgespannt wird. Mhm. Sie werden lernen, brausen. Achte BR heißt auf Hebräisch außen. Ja. Dass diese polare Berechnungen sind außen. Das ist brausen. Ja. Da hast du übrigens hier diese Radix. Eine Gestaltwerdung, die aus zwei Wahrnehmungen besteht. Das ist jegliche Art von irgendwelchen Geräuschen, die, egal ob die jetzt die Natur erzeugen, durch ein Brausen des Windes, durch dosende Brandung, die Brandung BR. Das Äußere ist der Rand, der polare Rand. Das hebräische Wort für WILD, für Welt. Ein Brandopfer. Du musst den polaren Rand von Augen, von Gedankenwelle zu Gedankenwelle opfern, dass eine neue Gedankenwelle auftauchen kann. Nächstes Wort in dem Kontext. Komma, seine Wellen. Wasserwellen.
Dasselbe hast du auch Trümmerhaufen. Nimm statt Wellen einfach das Gebirge, das auftaucht vor dir. Dieses Gebirge ist wörtlich auf Lateinisch, heißt es das vorgelegte, das lateinische Wort ist Problem. Deine Probleme sind deine Gedankenwellen, die du dir vorstellst, beziehungsweise die du überlegst. Darum hast du es auch seine Gedankenwellen. Das sind Trümmerhaufen. Ai mit 70 gelesen. Ai mit 70, ein Trümmerhaufen. Augenblickliche intellektuelle Schöpfungen. Das ist das geistige Licht. Und das ist das Gehirnlicht. Das ist das hebräische Wort für eine Welle. Doppelt aufgespannt, L mit 70 gelesen, hochgehoben und auseinandergeschmissen. Irgendwann wirst du merken, der ist wirklich, das ist reine Arithmetik. Sinus, Bewusstsein ist göttliches Sein. Bewusstsein ist göttliches Sein und das öffnet im Meer, in sich selbst, in Elayom, nicht irgendwo an der ausgedachten Oberfläche. Nur deine eigenen Mom-Fehler in deinen wahrgenommenen Gedankenwelt. Ja. Diese Erklärungen, ich weiß, was wahrnehmen, wahrnehmbare Unterschiede, ich weiß, was wahrnehmbare Unterschiede und ich selbst bin. Was sind meine wahrgenommenen Unterschiede und was bin ich selbst? Ich weiß das, ich, wenn du ich bist. Ich Geist bin immer vollkommen und die in mir aufgeworfenen Gedanken werden Sinus. Jetzt haben wir raumzeitlich intellektuelle Existenzen, sind Öffnungen immer nur flackernd, hebräisch, die Katze. Geöffnete Schöpfung besteht aus zwei Existenzen, nur dann da, wenn ich an sie denke. Ich bin ZW-Ischen. Befehl zu schlafen heißt es Hebräisch hier. Den Unterschied, ich bin die heilige Mitte, der geistreiche Dritte. Die Synthese aller ausgedachten Erscheinungen. Schau, das hier, das bin ich. Es entspringt aus mir und gehört in mich zurück. Immer dieselbe Geschichte. Jetzt kommt hier, sonst wenn ich das nicht denke, ist es nicht. Drum rot gelesen, verbundener Lichtschöpfer, aufgespannte physikalische Lichtschöpfung. Immer seiend, vergänglich. Existierend, ewig. Ja. Gehört untrennbar zusammen. Das sind nur immer Polaritäten in einem höheren Komplex. Jetzt kommt das Wort Essen. Da sind wir ja drauf eingegangen, da können wir eventuell noch kurz erwähnt sprechen. Ich bin dieses Akkol. Ich bin alles, ich esse alles. Gott isst alles. Ja. Er nimmt alles, was er sich vor sich hingestellt hat. Ich kann ja nur was essen, wenn ich mir was ausdenke. Ich kann nur etwas sein, wenn ich mir was ausdenke. Schau mal, ich zeige dir mal was. Wir haben zuerst einmal hier das Wort esse auf Lateinisch. Ja. Wenn du hier reinfährst, esse dumm, müssten wir jetzt tiefer gehen, das Wesen einer Sache als Überzeugung. Essentia. Mhm. Wunderform. Was jetzt interessant ist, dass das ganze Esse, reden wir das Rot, sein oder nicht sein, Essain. Bewusstsein, das nicht existiert, sein oder nicht sein, nicht dieses Bewusstsein sein. Dann bist du was Existierendes. Ja. Wir können das austauschen. Du bist immer wieder, wenn ich von sein rede, meine ich blau gelesen, was Existierendes, oder meine ich dieses Bewusstsein, aus dem dieses Existierende entspringt? Wann entspringt aus einem Bewusstsein etwas heraus? Das Bewusstsein ist der Schöpfergott, der eine, das Uni. Das ist in dem Moment, wo du dir jetzt erst einmal als Größenordner ein Universum, das in eins gekehrte, schau bitte das kleine Bild an, das Uni-Eins, das in eins gekehrte, wirklich übersetzt, wenn du als Uni anfängst, dir was auszudenken, das immer wieder in dich zurückkehrt, das sind die Gedankenwelt. Das ist das Universum. Wie das Ganze funktioniert, lernst du ja angeblich an der Universität. Da steckt das Wasser mit drin. Aber was an deinen ausgedachten Universitäten gelehrt wird, das ist geistloser Schwachsinn. Die schreiben dir nämlich vor, wie du was zum Denken hast. Und das, was du denkst, wird dann dein Sein, dein Essen. Wenn du auf einer Uni bist und du gehst zum Essen, dann gehst du gehst eigentlich in einen Bereich, wo du zum Denken anfängst. Denken heißt ja auf Hebräisch Mens. Dann geht man in die Mensa. Genau so ist es. Das ist deine Gesinnung, dein Charakter, das ist Hebräisch das Wort Abi, das schöpferische Wissen deines Intellekts. Das erzeugt deinen inneren Sinus, deine Sinnesart, deine Denkart. Das macht deinen Charakter. Jetzt haben wir das natürlich rot. Das ist natürlich auch das Innerste als Empfindungsart. Ich würde sagen, das Empfindungsherz. Wir haben ein Ort, wir haben ein rotes Herz. Ein rotes Herz, das symbolisiert dich selbst. Und wir haben das blaue HRS, das ist die Erde. Hebräisiert.
Erde wiederum ist das erweckte Wissen. Und ich habe doch gesagt, du bist ein Jesus, du bist ein Sie, die Seele und das Gemüt. Darum aber GE-Quadrat wird jetzt zu einer Gestalt geworden in aufgespannten Erscheinung mit zwei Pünktchen drüber. Du kriegst jetzt eine GE-Quadrat, nicht eine Sinnung, Gesinnungen aufgrund deiner Meinungen. Jetzt hast du aber auch das mahnende Innere, dein Gewissen, das bin ich, UB. Ich bin dein Gewissen, Kleines, ich bin dein Vater. Okay, mach dir mal Gedanken über dein Denkvermögen, über deinen Verstand, über deine Vernunft, die du zurzeit zum Denken benutzt. Das ist, es gibt nichts Unvernünftigeres wie materialistisch ausgedachte chronologische Vernunft. Das ist hier auch die höhere Seelenkraft, HBH, JHBH, die Seelenkraft, das Geistige. Immer das Rot-Blau ist sehr wichtig. Das heißt, dieses Mens, wenn dieses Denken, hebräisch Denken, zu einer Schöpfung wird, dann gehst du in die Mensa. Ja. Das ist jetzt, in älteren Schriften steht da übrigens ein gedeckter Tisch. Ja. Nicht nur ein Tisch, sondern die Mensa ist ein GE-Quadrat, D-Ekter, geöffnete Ecken. T ist Gestalt gewordene Erscheinungen. Das ist dein Essen blau gelesen. Ich führe dich an einen gedeckten Tisch. Ja. Geistreich gedeckt. Ja. Becher, die göttliche Botschaft. Ben Kor kann ich lesen, das ist dein Sohn, weil du ja eigentlich ich bist. Du musst aber zuerst vom Sohn zum Vater werden. Und so weiter und so weiter. Der Opfertisch, Schöpfer, Brandopfer, ist Gott, all mit seiner Reihe, TR, mit den gespiegelten Berechnungen. Das ist der GD-Ekte-Tisch. Und jetzt denkst du wieder an den Tetraederspiegel und dann wirst du immer mehr ahnen, boah, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt haben wir aber einen flachen Teil. Das ist der eigentliche Tisch. Was da der Unterschied, wenn Balk und wenn da, diese Ecken, die du um dich herum traust, sind reine Illusionen. Ja. Und so weiter und so weiter. Jetzt kann man natürlich dann hier noch einen ganzen Schritt weitergehen und du bist ein Gast an diesem Tisch. Ja. Wir sind im Latein. Das führt dich zum Bauch. Was hat das mit Bauch zu tun? Da steht doch schon, das ist eine Spiegelexistenz. Das Spiegelsein, da kommt die Gastritis, die Gastronomie her, das Gastrum, ein bauchiges Gefäß. Was ist ein bauchiges Gefäß? Machen wir doch einfach, das ist der Geist, der in sich alles verbindet, beziehungsweise das Gehirn, das alles aufspannt. Der Geist, in dem alles verbunden ist, oder ein Gehirn, Verstand, Intellekt, der was aufspannt, nämlich seine eigenen Face, deine Gesicht, Facetten, Hätte. Darum heißt dieses Wort zum einen Innere. Das ist das Innere in dir drin, rot gelesen, oder auch die Eingeweide. Ja. Jetzt machen wir mal aus dem D ein T. Du wirst zu einem Eingeweihten. Ja. In die göttliche Kunst der göttlichen Schöpfung. Wenn du weißt, wer du bist, schau, das ist der immerseiende Spiegel der Reihe und die Spiegelungen. Das ist der äußere Wert. Schöpfung aufgespannter Polarität sind zwei Sachen, die erweckt waren. Punkt. Passt doch alles, oder? Ja. Passt. Und dann, wenn du Holofeeling verstehst, gehst du in eine Schwangerschaft. Ja. Dann kann ein Ergebnis, eine Empfängnis, das ist dann Gravitatio, das schwer, in sich etwas schwer tragen. Ich gehe, nochmal Geist, ist die Quintessenz, die aus zwei E's, E-Quadrat besteht, ich gehe schwanger mit meinen Gedanken und meinen projizierten Lichtkörpern. Ja. Und das führt uns dann, deine Götter sind deine Geistesfunk, wenn du ich bist. Das sind das zwei Stufen. Das musst du wissen, dass du ein Geistesfunk bist und der ist zwangsläufig der, der vom Bücherregal steht. Ich bin du und du bist ich. Im Nichts, im Schöpfergott, bei dir, die Geistesfunk sind alle bei dir. Geschlossene göttliche Köpfe, kleine, ich nenne das Periphere, die ersten peripheren Lämpchen um den absoluten Mittelpunkt. Schön, ne? Super. Schau, du schaust es an, was hast du draus gemacht? Interessiert mich, das ist nicht wichtig. Es ist nicht wichtig, stimmt. Es ist nicht wie ich in der Mitte. Es ist was Ausgedachtes. Ja. Jetzt kommen doch so kleine Sachen, Erkenntnisse.
Da hat unser Michi unser neuer Vitamin reingeführt und ich habe jetzt da nochmal einen Aufzug aus Ja. Sie sind alle beschäftigt, Sie sind alle daran interessiert, dem zuzuhören, was ich sage. Ich habe kein Interesse daran, Ihnen überhaupt etwas zu sagen. Ich bin UG, ich bin UB. Mich interessiert es nicht die, die ich mir ausdenke, die mir zuhören. Mich interessiert der, der mich jetzt ausdenkt. Hören Sie das Bellen des Hundes da draußen? Sie interpretieren es und sagen, es sei Hundegebell. Und ich betone nochmal, die Ohrenbarungen stehen vor allem. Es ist nicht, dass die Ohrenbarungen wieder ein kleiner Ausdruck von UG sind. Wenn Sie, ist das Holo-Feeling oder ist das Holo-Feeling? Bring mir mal die Tütensuppe und ich zeige dir, dass das Holo-Feeling ist, was da drauf steht. Wenn Sie sich aber nun des Bellens bewusst sind, gibt es in Ihnen einen Widerhall. HD, das Echo von außen. Es ist nicht von Ihnen getrennt, es gibt keine Interpretation. Selbstverständlich gibt es Interpretation. Sie Ja. bellen und nicht der Hund da draußen. Du bist die Quelle für deine Sachen. Du bist alles, du magst alles. Ohne dich wird es deine Informationen nicht geben. Du kannst wie der Udo sprechen, wie der Lautsprecher. Du kannst wie die Ritter sprechen und sprechen wie der, der du bist. Du kannst wie ein Sinfonieorchester klingen. Du bist der Sinfonieorchester, wenn du dir das ausdenkst. Du bist jedes dieser Instrumente, du bist jeder der Tiere, die du dir ausdenkst, du bist alle Pflanzen. Hast du denn immer noch nicht verstanden, was Holo-Feeling bedeutet? Dieses Alles. Wissen, dieses GE-Quadrat fühlen, alles zu sein, was man sich denkt und nichts davon. Das Meer ist alle seine Gedankenwelt, aber nicht irgendeine bestimmte Welle, die es sich aufwirft, in sich aufwirft. Eines muss ich betonen, was ich sage, ist nicht aus dem Denken entstanden, sondern aus dem absoluten Geist in der Mitte. Es ist kein durch logisches Denken ermittelte Prämisse, die ich entwickle. Es sind nur Worte, die ich ihre natürliche Quelle ohne irgendwelches Denken, ohne eine Denkstruktur entspringe. Die natürliche Quelle ist der rote Kopf, das Ja, Zentrum. Nenn es ja. Gott, nenn es IUB. Nenn es nicht einfach in Bezug auf dich selbst. Also akzeptieren Sie es oder lassen Sie es bleiben. Es ist so scheißegal. Es wäre besser für Sie, Sie ließen es sein. Es ein. Sie ließen es es uns zwei. Lass uns zwei das sein, was wir immer sind. Ewiges Bewusstsein, das sich in unendlich vielen Facetten, die man sich selbst bewusst ausdenkt, immer wieder neu variiert, neu erfindet. Wir erfinden uns ständig neu von Augenblick zu Augenblick. Hey, ich bin ja, das bin ich auch noch. Ah, das kann ich ja auch sein. Das kann ich ja auch denken. Schauen, ich habe jetzt den kleinen Absatz nochmal etwas genauer gemacht. Eines muss ich betonen. Ein Es, ein nicht existierendes E-Quadratbewusstsein. Ich UB, betone, ist nicht Tonlehm Ja, aus vielen Dank. Lehm gemacht, mein Ton-I, Ja. gespiegelte, kreisende Existenzen, das sind wir. Was ich sage, ist nicht aus dem Denken entstanden. Es ist kein durch logisches Denken ermittelte Prämisse, die ich entwickle. Es sind nur Worte. Stimmt oder das stimmt? Und jetzt habe ich den Absatz wieder reingestellt. Den habe ich jetzt ein paar Mal schon reingestellt. Das, was du siehst, egal was du anschaust, wenn du Zeitung liest, das sind Sinusöffnungen. Alles nur flackernd aufgespannte Berechnungen, existierend aufgespannte Berechnungen. Von dir Geist hier und jetzt geträumte, das was selbst ausgedachte Buchstaben und Worte, die du anschaust, die aus einem speziellen Arrangement gemähnt, Mentior, etwas Denken und Überlegen, Lateinisch, aus GE-Quadrat, winziger Lämpchen auf dem von dir jetzt ausgedachten Monitor. Vor dir, Fragezeichen. Ja. Jetzt denk mal wieder an deinen Körper, wo ist der Monitor? Was hat deine bisherige Logik dir suggeriert? Bestehen. Das kann man jetzt natürlich anschauen, weil das sehr interessant ist. Wird jetzt zu weit führen. Dein der geöffnete Berechnung, zeitiger zum Denken benutzte Intellekt, das heißt dein derzeitiges, einseitiges Abi-Programm, dein Charakter, dein Schwamminhalt, erzeugt aus diesen Schriftzeichen eine de facto 100%, das ist unser Aleph gespiegelt, göttlicher Geist. 100% göttlicher Geist ist ein bewusstes Ich, das wiederum E-Quadrat-Kopf ist. Hier und jetzt von dir Geist selbst erschaffene, spezielle persönliche Vorstellung von Welt.
Nochmal doppelt aufgespanntes IADs Brandopfer, polarer Rand. In dir, die du Geistesfunk aus diesen Buchstabenworten generierst. Noch genauer kann ich es nicht ausdrücken. Ob das jetzt ein hochgebildeter Mensch, den du dir ausdenkst, wenn kein Geist hinter seinem Intellekt steht, überhaupt nachvollziehen kann oder wie er darauf reagiert, das kannst du doch ganz einfach ausprobieren. Schau doch einfach dich selber an, denk dich jetzt einmal ein paar Seiten zurück, wie du das erste Mal angefangen hast, dich für Holofeeling zu interessieren. Jetzt lassen wir es gut sein. Jetzt habe ich im wahrsten Sinne des Wortes die Schnauze voll. Jetzt muss ich meine Lieder wieder suchen. Ulrika, wir haben schon wieder 2 Stunden. Die Zeit, die es nicht gibt, es ist wir haben schon wieder 2 Stunden. Das fliegt hin, das ist, wenn du, das ist immer das Beispiel, Zeit ist so unendlich subjektiv. Das ist so unendlich subjektiv, das Spiel mit der Zeit. Es vergeht oft. Stunden, ein Fluch, wo du sagst, das gibt's doch überhaupt nicht. Und zwar immer dann, wenn dich was von in der Esse ist. Und es kann, wenn du irgendwas haben willst in der Zukunft, kann das Ewigkeiten dauern. Wirklich. Ich mache nochmal ein altes Beispiel aus dem UDO-Programm wieder für dich. Und vielleicht hast du in deinem Leben, wenn du zurückblätterst, ähnliche Erfahrungen. Ich mache den Sprung, ich springe ins Jahr 1976. Da bin ich zur Bundeswehr gekommen und das war ich 4 Jahre verpflichtet, Z4. Und ich sage immer wieder dazu, das war auf der anderen Seite eine schöne Zeit. Jetzt, wenn ich da Beispiele, Metaphern draus benutze aus dieser Lebensphase, aus diesem Lebensabschnitt, der immer nur jetzt ist, also keine chronologische Abfolge, dass ich mich zu Tode... Oh, entschuldige bitte, jetzt hat es geklingelt. Ich muss ruhig. Mal schnell aufmachen. Erzähl weiter. Wir brauchen die Ritter, die du dir ausdenkst, hört uns ja sowieso nicht. Also... diese Lebensphase, ich habe mich zu Tode gelangweilt. Und da ist dann so, wie wenn man damals wehrpflichtiger war, hatte ich dann am Schluss ein Wochenband, wo dann hier dann die letzten Wochen, wo man jede Woche was abschneidet. Und gut, dann waren die 4 Jahre rum. Und jetzt mache ich einen Sprung, wo ich selbstständig war, wo ich meinen Laden hatte, meinen kleinen Laden. Ich war auf dem Dach genau, wo ich angefangen habe, die Offenbarungen zu schreiben, auf dem Dach genau waren das 17 Jahre. Man merkt, es läuft alles synchron. Und diese 17 Jahre, wenn ich jetzt diese 2, 17 Jahre, 4 Jahre, wenn ich die jetzt nebeneinander stelle, jetzt immer dran denken, es ist ja nur ein Zeitfenster, wo ich die Größe definiere. 4 Jahre, 17 Jahre. Da würde ich jetzt natürlich sagen, gut, das sind 17 Jahre und das sind 4 Jahre, setze ich das schon wieder in ein Verhältnis. Aber ja, wenn ich das eine oder das andere denke, ist dieses Verhältnis eine Vorstellung. Weil existieren tut es nur, wenn ich das denke. Jetzt mache ich es Gefühl. Ich könnte jetzt beschwören, ohne einen Meinert, wenn ich ganz genau meine Gefühle von Zeitgefühl, chronologischen Zeitgefühl betrachte, ich würde schwören, dass diese 4 Jahre mindestens 10-mal so lange gedauert haben, wie die 17 Jahre, wo ich in meinem Laden war. In diesen 17 Jahren, schau her, in diesen 17 Jahren, die sind im Flug vergangen, weil ich nur unter Strom war und so viel zu tun hatte und zu denken hatte, dass das dahin geflogen ist, weil das, was ich gemacht habe, habe ich mit Freude gemacht. Bei der Bundeswehr habe ich nur Feierabend gewartet, auf Dienstschluss gewartet. Das war jetzt nicht schlimm, sondern es zieht sich, wenn du den ganzen Tag sitzt und Zeit totschlagen musst, zieht sich das ohne Ende. Und dann, nach 17 Jahren, bin ich aus dem Laden raus, wo ich das alles hergeschenkt habe. Das ist jetzt, das war 1976, kannst du aussehen, jetzt fast ein Vierteljahrhundert. Diese letzten 24, 25 Jahre aufgerundet. Die waren überhaupt nichts. Das Zeitgefühl liest sich komplett auf. Da ist überhaupt keine Langeweile. Ich habe hier mit unseren Franzosen. Mit meiner Marin ist selbe in Grün, wo hier sagt, die sind jetzt 7 Jahre in Frankreich. Die war wirklich, die Gesicht, completely shocked, jetzt eine Interpretation einer Physiognomie auf meiner VR-Brille, die war completely shocked. Was ist in 7 Jahren? Die sind doch erst vor 3 Jahren nach Frankreich. Die hätte geschworen, das ist maximal 3 Jahre her. Man sieht es natürlich anders, aus welcher Perspektive, in welchem Wertesystem siehst du das? Ich frage jetzt zum Beispiel hier einen Klaus oder eine Nadja, die in Frankreich sind, das ist jetzt nur Gedanken, wie die diese 7 Jahre zeitlich erfunden haben, ob die vielleicht dasselbe Phänomen haben, wie ich bei der Bundeswehr, weil man nur darauf wartet, dass die Zeit rumgeht und weil man nur Ärger hat. Ja. Man kann es auf den Punkt bringen, um das abzukürzen.
Wie lange, wenn du dich auf den Urlaub freust, wie lange dauern die letzten 5 Tage, wenn du nicht gern auf die Arbeit gehst? Ich sage die letzte Woche, wo du auf die Arbeit gehst und du hast nur im Kopf vor, wann ist endlich die Woche rum. Wie lange dauert diese Woche? Wie lange dauert diese Woche Urlaub, wenn du total Spaß hast im Urlaub, du drehst dich kaum rum, dann ist er wieder zu Ende. Was ich dir damit sagen will, dass all, oder dann natürlich mein berühmtes, du kannst nachts nicht schlafen. Wie lange dauert eine Nacht, wenn du nicht schlafen kannst und Sorgen hast? Und du grübelst, die Ursache ist, weil du das, was jetzt ist, nicht haben willst und du wirst irgendwie meinen, dass in der Zukunft was besser wird. Und ich kann dir sagen, in der Zukunft wird nichts passieren. Absolut überhaupt nichts. Das ist es, du wiederholst bis in alle Ewigkeit diese Szene. Das ist mein Beispiel mit dem Buchlesen mit der Seite 100. Du schläfst abends ein und dann schaue ich, ob du den doch als Zeitfenster, als Kollektion betrachtet, was verstanden, gelernt hast. Und wenn nicht, das ist wie bei meinem Computer, du hast den ganzen Tag was geschrieben, das Tagebuch von Ich bin du, du hast es den ganzen Tag geschrieben, du hältst jeden Gedanken fest, dann schalten wir den Computer aus und ich schaue, was du geschrieben hast und wenn das scheiße ist, dann fahre ich den Computer wieder hoch und du bist an derselben Seite wieder ganz oben. Und dann lasse ich dich wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Und was ich jetzt als Zeitfenster einen Tag nenne, ist der Moment, in dem du wie in einer Endlosschleife dran hängst. Und du kriegst es nicht mit. Das ist übrigens eine Gnade. Bis du begreifst, dass du der Phil bist im täglich größten Mal mit dir. Die drumherum kriegen das gar nicht mit. Das kriegt ja alles nur der Phil mit. Weil Figuren, die er sich ausdenkt, sowieso nichts mitkriegen. Nein. Jetzt so, jetzt lass uns gut sein. Das war's jetzt. Jetzt machen wir wirklich Schluss. Wir spielen noch eine Runde und ich sage, war neugierig auf dich selbst und löse dich von dem Geschwätz und hör auf, dich über irgendwelche andere aufzuregen und du wirst feststellen, es ist, du weißt, um was es geht und du wirst immer wieder reintappen in die Falle, immer wieder wirst du dich aufregen. Du kannst es dann in der Phase schieben, dass du der Schauspieler bist, wie der auf der Bühne wirklich spitzt, dass du dich aufregst und innerlich grinst du verschmitzt, wie jetzt das Pixelmännchen Ritter, weil im Innersten geht dir das sowas am Arsch vorbei. Dann spielst du, fängst du an, die Rolle bewusst zu spielen. In dem Körper, in dem du zurzeit steckst, in der Maske, die du trägst. Also spielen wir noch eine Runde Leben als Avatare. Ja, genau. Spaß dabei. Danke. Dankeschön.